Facebook sein. Okay. Jetzt sollten wir live auf Facebook sein. Ich begrüße jetzt auch sehr herzlich alle, die auf Facebook dabei sind und bei unserem Infoworkshop, so tickt der Arbeitsmarkt Kulturvermittlung. Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen zu viel Technik, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ganz herzlich begrüße ich natürlich auch unsere heutigen Vortragenden. Andrea Schutti, die Direktorin des Zoom-Kindermuseums, Lehrgangsleiterin Kulturvermittlung und langjährige Expertin für Kulturvermittlung in Österreich und in Wien. Und Susanne Kapelle-Niederwieser, unsere Lehrgangsleiterin für Kulturmanagement. Susanne ist Kulturmanagerin der ersten Stunde, seit vielen Jahrzehnten im Kunst- und Kulturbereich tätig, dann mit ganz vielen interessanten Hinweisen und Infos, die sie uns heute mitgebracht hat. Gut, dann will ich jetzt mal kurz und meinen Bildschirm starten. Moment, Bildschirm teilen. So, was sieht man jetzt? Jetzt muss ich dann noch auf diese Bildschirmansicht, oder? Genau. Okay, Die Sekunde. Präsentationsansicht. Jetzt haben wir es, ich glaube, jetzt haben wir es. Gut, so, also Sie sehen hier schon, wir haben uns circa bis 18 Uhr Zeit genommen. Wir werden mal schauen, ob wir so lange brauchen, aber ungefähr bis dahin haben wir ein bisschen Programm für Sie vorbereitet. Was erwartet Sie heute? Zunächst geht es einmal zum Einstieg. So tickt der Arbeitsmarkt Kulturvermittlung. Wir berichten über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt Kultur. Wir sprechen über das Berufsfeld der Kulturvermittlung, auch im Gegensatz oder im Zusammenhang auch mit dem Berufsfeld Kulturmanagement und geben einige Tipps für Ihre Karriereplanung. Im Anschluss wird es eine kurze Pause geben und dann haben wir Zeit, wirklich ganz viel über unsere Lehrgänge zu sprechen, über unsere Seminare zu sprechen, Ihnen unser Programm vorzustellen und dann am Schluss natürlich auch Ihre Fragen zu beantworten. Auch zur Information, weil das auch immer wieder eine Frage ist, wir haben die PowerPoint-Folien so vorbereitet, dass wir im Anschluss an alle angemeldeten Teilnehmerinnen diese Folie verschicken können. Und wer auf Facebook dabei ist, meldet sich dann bitte per E-Mail bei uns. Die E-Mail-Adresse wird es dann im Anschluss auch auf Facebook zu sehen geben. Gut. Ja, Fragen. Es wären, wenn Fragen auftauchen würden, wir Sie bitten, dass Sie die zumindest mal in der ersten Stunde noch nicht in den Chat schreiben, ne, weil sonst werden wir nicht fertig mit den Fragen beantworten. Wir geben jetzt einmal ein bisschen einen Einblick und dann bitte Fragen in den Chat, beziehungsweise wenn wir sagen, jetzt Ihre Fragen, dann beantworten wir natürlich auch Fragen im Dialog sozusagen. Aha, das war das, genau. Gut, und damit übergebe ich jetzt mal an die Andrea Schutti. Andrea Schutti erzählt uns jetzt etwas über hoffentlich ihren Traumjob, der in der Kulturvermittlung lag und was das für sie auch bedeutet. Ja, vielen Dank, Birgit. Herzlich willkommen allen Interessierten und ich freue mich auch sehr, dass die Susanne, meine Co-Lehrgangsleiterin, nämlich aus dem Lehrgang Kulturmanagement, heute mit uns ist und wir das so ein bisschen im Duett machen dürfen. Und ja, ich kann gleich vorweg nehmen, ich darf heute über etwas sprechen, was wirklich tatsächlich mein Traumjob ist und auch davor war in anderen Konstellationen. Und wir werden Sie da heute ein bisschen durchführen und Ihnen versuchen, auch einen Einblick zu geben, wie ist die Situation gerade, wie die Birgit schon gesagt hat, was erwartet Sie in der Kulturvermittlung. Da steht jetzt hier so ein bisschen polemisch, kennen Sie Ihren Traumjob? Das ist natürlich so irgendwie die erste Ausgangsfrage und ich habe das oft so, wenn ich mit Leuten spreche, die in das Feld Kulturvermittlung gehen wollen, zu sagen, ja, wie ist denn das und was muss ich denn mitbringen? Und ich habe ja eigentlich noch gar keine Erfahrung. Und dann schaut man sich genau ein bisschen den Lebenslauf an und dann sieht man, da ist ja eigentlich schon ganz viel, oft vielleicht auch unbewusst vorbereitet worden, um genau diesen Traumjob, wie er jetzt da hier so groß genannt wird, erreichen zu können. Also das Erste ist, dass man sich natürlich einmal befragen muss, auch selber, was ist denn so meine Motivation?
Warum will ich zum Beispiel in das Feld Kulturvermittlung hineingehen? Und da gibt es natürlich jetzt sämtliche Ansätze, die sehr individuell sein können, eben von dem sehr pragmatischen, ich will Geld verdienen. Da muss ich jetzt gleich ein bisschen enttäuschen, wenn man in den Kulturbetrieb und auch in die Kulturvermittlung geht, um viel Geld zu verdienen, ist das vermutlich nicht der beste Motivationsschub, weil das ist leider Gottes auch immer noch ein Bereich, wo sehr viel auch in Teilzeit passiert. Und wir werden dann auch über natürlich die Voraussetzungen und auch die Finanzierungen sprechen. Und da wird man sehen, dass also Fair Pay, das große Schlagwort, immer noch auch ein großes Thema in der Kulturvermittlung ist. Sinnvolles Tun ist, glaube ich, einer der größten Motivationsschübe. Anerkennung bekommen für das, was man vielleicht auch gerne macht, sich selbst verwirklichen. Da muss ich mal sagen, Achtung, ein bisschen auch in der Balance, jetzt nur um mich selbst zu verwirklichen. Kulturvermittlung hat immer was mit Publikum zu tun, also auch diese Möglichkeit zu haben, sich zurückzunehmen und zu überlegen, was braucht denn der, die andere? Und nicht nur, es geht um mich. Ein Beitrag zum Gemeinwohl haben wir da noch gelistet. Und dann ganz pragmatisch, vielleicht auch nochmal, so wie es in meinem Fall auch war, einfach wirklich das zu tun, von dem ich überzeugt bin, dass es das ist, was mich am glücklichsten macht, wenn ich es den ganzen Tag machen kann und sich mit dem beschäftigen, wo man sagt, dass, da habe ich wirklich einen Zug hin, da verspüre ich ein ganz großes Interesse. Und ja, dann kommt eben oft, wenn man das so mal das verordnet, okay, warum, was sind denn das so meine Ausgangssituationen, damit ich in diesen Job hineingehe? Auch die Befragung, ja, was kann ich denn auch gut? Wo liegen meine Talente vielleicht? Und da gibt es diese einfache Formel, die da steht, so banal sie ist, so wahr ist sie auch. Was man gerne macht, macht man meistens auch gut. Und das ist auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, weil ich komme leider Gottes aus einer Zeit noch der Kulturvermittlung, wo sie ganz in den Anfängen war, also so in den Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das klingt ganz antiquiert und ist es wahrscheinlich auch. Und da gab es noch überhaupt nicht viele Fortbildungsmöglichkeiten oder Ausbildungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben tatsächlich das getan, was wir gerne machen, ohne viel Theorie dazu, ohne viel professionelles Rüstzeug. Und daraus ist auch ein bisschen der Wunsch gewachsen, dieses Wissen, was ich sehr vielleicht selber hart bei Learning by Doing gelernt habe, ein bisschen zu professionalisieren und auch weiterzugeben, dass wenn jetzt jemand in dieses auch sich, Gott sei Dank, professioneller aufgestellte Berufswelt Kulturvermittlung hinein möchte, dass man da nicht völlig blank hineingeht. Aber tatsächlich, das, was ist eigentlich an Erfahrung und Expertise bereits vorhanden, das ist etwas, was ich ganz oft beobachte bei Bewerbungsunterlagen oder auch Bewerbungsgesprächen, dass die Personen sagen, ja, ich habe noch gar nichts in dem Bereich gemacht. Und wenn man dann ein bisschen nachbaut, dann haben viele Kulturvermittlung bereits gemacht, ohne dass es vielleicht bewusst so benannt wurde, weil sie das irgendwie in ihrer Freizeit mit Freunden, ehrenamtlich, sonst wie gemacht haben. Also oft ist mehr da, als man denkt. Ja? Also auch mal kurz so in sich zu gehen, sagen, was macht denn Kulturvermittlung aus und was habe ich da vielleicht sogar schon? Was habe ich vielleicht nicht als einen Abschluss, aber was kann ich vorweisen? Und da couragiere ich wirklich alle immer zu sagen, schreibt auf und schreibt in Bewerbungen sehr genau rein. Und wenn es jetzt auch nur was ist, ich habe jetzt keine Ahnung, in der Kindergruppe das und das gemacht, ein kleines Kreativprogramm, dass man jetzt sagt, naja, das war jetzt vielleicht noch nicht so aufregend, aber es zeigt, man ist schon auf dem Weg. Also da kann ich nur ganz viel Zuspruch hinausschicken, das wirklich auch wahrzunehmen, was man schon kann. Und dann die Vorbilder und Role Models, das ist auch immer ganz wichtig, auch mal so anzudocken und sagen, gibt es vielleicht Personen, die das schon machen, was mich interessiert? Auch damals sagen, hey, kann ich mal so einen Tag hospitieren kommen bei dir? Kann ich mir das mal anschauen? Also auch sich selber darum zu kümmern, ein bisschen einzuschätzen, was sind denn für konkrete Arbeitssituationen, damit ich nicht so völlig blank hineingehe in das Feld, sondern auch schon so ein bisschen Fantasien oder Vorstellungen entwickeln kann. Also das sind so die Dinge, die Sie mal tun können, bevor es überhaupt losgeht, um sich selber auch schon ein bisschen zu adjustieren und zu sagen, ja, das kann ich schon mitbringen, das kann mein Beitrag sein auf diesem nächsten Schritt hin zu einem Traumjob. Ja, Susanne, gibt es da was, was du aus der Kultur, aus dem Kulturmanagement speziell vielleicht auch noch dazu stellen kannst? Naja,
Wie man so schön sagt, also wie du schon erwähnt hast, man hat oft schon viel, man weiß schon einiges, man ist sich dessen nicht so bewusst. Und ja, also das ist ganz geschickt, eben wie die Andrea auch meint, dass man wirklich einmal alles aufschreibt, was man schon gemacht hat, ohne zu werten. Also völlig wertfrei. Ja, das ist da mein Tipp dazu. Und das Thema Vorbilder und Role Models, ja, da geht es wirklich darum, so fast wie als ob es sowas wie Mentoren gäbe jetzt, ohne dass das jetzt unbedingt Mentoren werden müssen von ihnen, aber dass man schaut, was können die, was ich eben spannend und interessant finde. Und das heißt jetzt nicht, dass man genau dasselbe macht wie die vielleicht, ja, aber dass man schaut, was ist toll, was die machen. Was kann ich selber auch gut anwenden? Was passt zu mir? Und man holt sich da verschiedene Vorbilder und Role Models und kreiert dann quasi die eigenen Schwerpunkte. Ja, super, danke. Gut, genau, also jetzt sind wir schon quasi, das ist jetzt so ein bisschen, wir haben das Feld mal aufgespannt und gesagt, okay, was können wir schon mitbringen? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt sind wir auf dem Weg schon zum Traumjob sozusagen. Da ist auch ganz wichtig dieser Reality-Check, ja. Also das, was wir jetzt gesagt haben, mal so wertfrei alles aufschreiben, mal so ein bisschen fantasieren, auch eine Vorstellung zu entwickeln, aber dann auch nochmal wirklich sehr konkret sich auf den Weg machen. Und so etwas, was wir heute machen zum Beispiel, ist eigentlich schon ein erster Schritt. Ich gehe zu einer Informationsveranstaltung, ich hole mir Input, ich versuche mein Bild möglichst zu konkretisieren von einem möglichen Betätigungsfeld. Weil gerade in der Kulturvermittlung kann ich sagen, es ist für mich auch zunehmend einfacher zu erklären, was ist Kulturvermittlung, weil es in der breiten Gesellschaft mehr angekommen ist. Aber noch vor 20 Jahren war das so, aha, was ist das? Und dann war noch dazu, na ja, vielleicht wusste man, das sind die, die Führungen machen im Museum. Und dann war es schon wieder zu Ende mit einer Vorstellung von Kulturvermittlung. Und das finde ich ganz wichtig, auch dieses Spektrum für sich selber zu kennen, dass man oft eine, vielleicht eine Fantasie hat zu einem Job, aber nur ein ganz kleines Segment kennt und dann wird sie so schrittweise erkennen, ah, da steckt ja noch ganz viel mehr Potenzial drin oder ganz andere Tätigkeitsfelder, die ich so gar nicht gesehen hätte. Also wie gesagt, das hat sich jetzt auch kurz in der Kulturvermittlung verändert und da gibt es einen breiten Fächer. Wir sind nicht mehr nur die Menschen, die Führungen im Museum machen, sondern da ist wirklich eigentlich für jeden und jeder etwas dabei, wo man auch andocken kann. Dann Kontakte knüpfen, das ist jetzt Gott sei Dank auch wieder einfacher. Da haben wir wirklich Pech gehabt über Covid, muss ich sagen. Es gibt Gott sei Dank wahnsinnig viele Veranstaltungen im Kulturbetrieb, wenn man in der Nähe, sag ich mal, eines gewissen Ballungszentrums wohnt. Das ist am Land manchmal ein bisschen rar gesät, aber an für sich in den großen Städten, man hat so viele Möglichkeiten zum Vernetzen und das ist sozusagen wieder das Positive, was wir mitgenommen haben aus der Pandemie, dass es ganz viele Online-Veranstaltungen gibt. Und es ist, da ist das Vernetzen oft schwieriger als bei dem berühmten, man stellt sich nachher noch hin nach einem Vortrag, nach einer Veranstaltung beim Glas Wein und redet miteinander. Aber trotzdem sich wirklich möglichst umfassend zu informieren, Kontakte zu knüpfen und auch Erfahrungsaustausch zu sagen, vielleicht trifft man auf jemanden, gerade in unseren Lehrgängen treffen sie auf ganz viele Menschen, die in ein ähnliches Berufsfeld wollen wie sie. Auch dazu sagen, was hast du schon auf den Weg gebracht? Wen kennst du? Welche Netzwerke? Also das versuchen wir auch ganz stark in den Lehrgängen zu teilen. Wo docke ich an? Wo finde ich auch so ein bisschen eine Heimat, wo ich mich dann orientieren kann? Und eben Karriereplanung nicht dem Zufall zu überlassen, sondern wirklich als Projekt zu nehmen, zu sagen, okay, ich habe da auch einen Fahrplan. Wie kann ich mich aktiv darum kümmern, dass ich da auch weiterkomme, eben diese Klarheit zu erlangen über meine Kompetenzen, über die Ziele, wie wir es vorher besprochen haben, das also wirklich mehr in eine professionelle Richtung dann zu bringen und ganz wichtig, die Unterlagen und auch dann, wenn ich so weit komme, in eine Gesprächssituation zu kommen, ob das ein Erstkontakt ist, ob das ein Bewerbungsgespräch ist, dann auch so selbstsicher und authentisch zu sein, dass das, was ich da präsentiere in Unterlagen, in Bewerbungsgesprächen, dass das stimmig ist zu dem, wie ich wirklich dann auch als Person agiere. Und das kann man nicht oft genug sagen. Ich bekomme in meiner Funktion als Direktorin im Kindermuseum wirklich wahnsinnig viele Initiativbewerbungen. Und es ist teilweise immer noch wirklich erschreckend,
wie Bewerbungen ausschauen. Und es ist, manchmal bin ich sehr versucht, ein ungefragtes Feedback auch zu geben, weil sich die Leute nichts Gutes tun. Und da kann man ganz viele Kniffe und mit ganz einfachen Mitteln sehr, sehr, ja, seine Situation auch schon optimieren in diesem ersten Schritt. Aber da weiß auch die Susanne sicherlich auch einiges zu berichten, weil wir doch immer wieder mit Bewerbungssituationen auch zu tun haben oder Coachings. Und das ist oft ein bisschen unterbelichtet und man muss sich dann wirklich genau überlegen, wie, für welche Stelle oder für welche Tätigkeit brauche ich genau welches Dokument, welche Art der Präsentationsform. Ja, aber Susanne, vielleicht da gerne auch du gleich noch was dazu. Ich sage immer, beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen sage ich ganz gern das Zitat Walk in my shoes. Also das heißt, ich stelle mir vor, was interessiert mein Gegenüber? Ja, das ist oft gar nicht so einfach, das zu reflektieren für sich selber, weil man kennt ja seinen Lebenslauf sehr gut und man neigt dann vielleicht sehr dazu, sich in den einen oder anderen Detail zu verlieren, das für einen selber vielleicht ganz wichtig war, aber für die Stelle, für die ich mich bewerbe, ist es völlig irrelevant. Ja? Oder dass ich zum Beispiel nicht beschreibe, was ich wo gemacht habe. Ja? Es ist immer ganz wichtig, was habe ich wo gemacht. Jetzt vielleicht gar nicht so sehr die formale Funktion, schon auch zusätzlich eventuell, aber was habe ich gemacht dort? Das ist für die anderen interessant. Die wollen ja wissen, wen, mit wem habe ich es da zu tun, welche Erfahrungen hat die Person. Also das ist ganz relevant. Ja? Ah, super, danke. Und auf der anderen Seite muss man sagen, der Kulturbetrieb ist Gott sei Dank auch der Kulturbetrieb und wahrscheinlich eine Bewerbung, die Sie abschicken irgendwo in der Wirtschaft, schaut es definitiv anders aus. Die Kultur erlaubt manchmal ein bisschen auch was Originelles. Ich sage immer Vorsicht, weil das kommt immer auch auf das Gegenüber an, wie das ankommt. Aber ich finde es zum Beispiel ganz spannend, dass es immer noch die Rubrik gibt, Hobbys. Also ich weiß nicht, Susanne, wie es dir damit geht. Ich finde es wunderbar, dass jemand, der vielseitige Interessen in seiner Freizeit hat, wenn die aber nicht ursächlich was mit meiner Job Description zu tun hat oder mit dem Tätigkeitsbereich, der gesucht wird, dann finde ich es eigentlich als Arbeitgeberin relativ wurscht, ob jemand jetzt gern reitet oder Judo macht oder wie fast alle gerne liest. Also insofern würde ich sagen, da, wenn so etwas, so einen privaten Einblick Sie gern geben wollen, dann soll es auch wirklich sehr deckungsgleich zu dem sein, was auch in diesem Jobprofil angelegt ist. Man sagt, ah, da bringt jemand, also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand suche, der eine starke Kommunikationstätigkeit hat, sagt eben zum Beispiel in der Vermittlung, und wenn ich dann sehe, ah, privat interessiert sich die Person auch noch für Gebärdensprache oder sowas, dann ist das eine Zusatzqualifikation, die ich dann wahrnehme. Aber wie gesagt, Reiten, Schwimmen, Lesen ist jetzt so, würde ich sagen, vernachlässigbar in einem Bewerbungsgespräch. Siehst du das anders, Susanne? Naja, ich sage, es ist ganz einfach, man muss was erzählen können. Also wenn ich über private, also das Wort Hobbys finde ich ja sowieso sehr seltsam, ich sage dann immer eher private Interessen oder private Aktivitäten oder weitere Aktivitäten, das kann man dann nennen, wie man will, wie es halt am besten passt über das, was man erzählt. Man sollte immer nur dann was erzählen bei einem Bewerbungsverfahren, wenn man was zu erzählen hat, ja. Und so wie die Andrea sagt, nicht? Also schreiben, schwimmen, da hat man nichts zu erzählen, außer ich bin eine Langstreckenschwimmerin und schwimme, habe ein Projekt, wo ich 1,5 Jahre die gesamte Donau entlang schwimme. Dann habe ich was zu erzählen, das sagt auch was über meine Person aus, ja? Oder ich habe nehme an irgendwelchen Wettkämpfen teil. Oder ich arbeite mit Kindern, dass ich denen Schwimmen beibringe zum Beispiel. Ja? Das, also alles, was über meine Person etwas aussagt und eine Relevanz hat, das kann ich schon erzählen. Aber es eben lesen ist nicht genug. Also wenn ich lesen, wenn ich jetzt wirklich eine richtige Leseratte bin und literarisch total gut bin auch, ja, und aufgrund dessen unheimliches Wissen habe, dann schreibe ich das rein und nicht nur ganz einfach lesen. Ja? Dann schreibe ich spezialisiert auf Literatur in dem und dem Fall, in dem und dem Feld und so weiter. Also das kann ich dann näher ausführen und dann wird es wieder spannend. Danke. Gut, dann wollen wir vielleicht jetzt gleich mal schauen, was erwartet Sie denn? Was ist jetzt aus unserer beider, also Susanne und meiner Einschätzung, so ein bisschen die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt? Wir schauen da auch von zwei Blickrichtungen ein wenig drauf. Ich mehr von der Kulturvermittlung, Susanne mehr vom Kulturmanagement. Grundsätzlich ist es so, das, was ich beobachte, dass es wirklich so ist, dass sehr viele Kulturbetriebe MitarbeiterInnen suchen derzeit.
Aber es ist auch so, dass das Berufsbild, und ich spreche jetzt mal für die Kulturvermittlung, Susanne kann das dann gerne nochmal ein bisschen in einen größeren Kontext stellen. In der Kulturvermittlung ist es oft so, dass es sehr zwar schon einschlägige Ausbildungen gibt, die auch verlangt werden. Also das ist ein Phänomen, das sehe ich aus den letzten Jahrzehnten vor allem, seit es konkrete Fortbildungen, Ausbildungen gibt, wird in der Kulturvermittlung auch das gerne nachgefragt oder auch als Bewerbungsstandard gesehen. Das ist etwas, was eben vor, sage ich mal, 15, 20 Jahren noch nicht so war, was jetzt aber tatsächlich so ist. Und das heißt, in dieser Ausbildung ist aber und auch ja, Ausbildung wird gesucht trotzdem Leute, die auch sehr interdisziplinäre Zugänge oft bieten. Das heißt, man schaut sich gerade in der Kulturvermittlung an, weil wir ja auch immer von einem sehr heterogenen Publikum ausgehen, wo ich versuche, dieses Publikum über verschiedene Zugänge zu erreichen, dass wenn jemand eine Person etwas mitbringt, was sich vielleicht noch nicht in einem Team abbildet, ist das auch ein ganz wichtiger Zusatz. Und je nachdem, und das sehen Sie dann sicher auch in den ganzen Jobausschreibungen ganz gut, dass es sehr stark auf die Größe der Institution ankommt. Bin ich jetzt ein großes Konzerthaus, sage ich mal, oder ein großes Museum oder eine große Literaturveranstaltung, dann habe ich sehr ausdifferenzierte Jobprofile mit engeren Tätigkeitssegmenten. Je kleiner ich bin, bin ich ein kleineres Festival, ein kleinerer Kulturverein, dann habe ich oft Überschneidungen in verschiedenen Jobprofilen. Das heißt, dann ist die Vermittlung oftmals so, Annex auch noch an, vielleicht mache ich gerade Öffentlichkeitsarbeit auch noch mit, vielleicht mache ich Veranstaltungen mit. Also dann verschwimmen da oft ein bisschen die Grenzen. Ja. Es hat so ein bisschen was immer mit der Skalierung zu tun, wie groß ist so ein Kulturbetrieb aufgesetzt und wie ausdifferenziert sind die Jobfelder. Und gleichzeitig bemerken wir auch, dass zwar eben, wie gesagt, die Nachfrage groß ist, auf der einen Seite verlangt wird konkrete Ausbildungen, aber auch möglichst ein breites Portfolio, Überschneidungen, interdisziplinäre Zugänge. Also schlussendlich suchen wir natürlich die eierlegende Wollmilchsau überall. Das ist immer so in diesen Jobprofilen angelegt. Aber was auch ganz spannend ist, dass man sieht, es gibt aber auch nicht nur sozusagen diese Forderungen auf Seiten der ArbeitgeberInnenseite, sondern es gibt auch sehr klare Haltungen mittlerweile auf der ArbeitnehmerInnenseite. Und das sehe ich sehr stark bei uns im Museum. Wir haben sehr viele junge MitarbeiterInnen, was da ich sehe, da ist ein Kulturwandel auch da, dass also wirklich man schaut, es ist nicht immer erstrebenswert, in die Vollzeit zu gehen. Der Kulturbetrieb hat leider die Geschichte ganz lange schon, dass man sehr in der Selbstausbeutung war, viele, viele, wahrscheinlich Jahrhunderte hindurch, dass es vor allem auf der weiblichen Seite immer sehr stark in der Ausbeutung war, prekär oft, schlechte Anstellungsverhältnisse. Da hat sie viel getan. Aber auch auf der Arbeitnehmerinnenseite, diese gerade junge Menschen sagen, warum soll ich 40 Stunden arbeiten und eigentlich nichts mehr vom Leben haben? Deswegen muss man sagen, da trifft sich's ganz gut, weil sehr viele, wenn es jetzt nicht gerade Leitungsposition ist, aber sehr viele Jobs, gerade in der Kulturvermittlung, auch speziell auf Teilzeit ausgerichtet sind. Das heißt, es bedingt oft, dass man vielleicht eher entweder einen anderen Nebenjob hat noch oder man ist gerade eh noch privat angehängt mit Familie, Kind oder sonst was oder in einem Ausbildungsstadium oder schlichtweg sagt, mich interessiert es gar nicht, 40 Stunden zu arbeiten. Also diese Teilzeit trifft sich manchmal dann ganz gut in der Erwartungshaltung dieser beiden Parteien. Die Work-Life-Balance ist so ein Schlagwort, da muss ich immer lachen, weil das gab es als Begriff überhaupt nicht, als ich begonnen habe zu arbeiten. Und ich finde es eigentlich ganz gut, dass es jetzt so ein Bewusstsein gibt, auch gerade von jüngeren Menschen. Und das hängt auch ein bisschen mit diesem, warum soll ich 40 Stunden arbeiten? Warum soll ich mehr als mir aufhalsen, als eigentlich im Vertrag geregelt ist? Also das hat sich auch was verschoben, auch in diesem Selbstbewusstsein. Und Fair Pay ist ein politischer Begriff, der vor allem gerade gerade in Österreich oder Stadt Wien auch sehr stark unterstützt wird. Sozusagen KünstlerInnen, KulturarbeiterInnen sollen nach einem Fair Pay-Schema bezahlt werden. Das ist immer noch sehr stark eine Forderung. Es gibt zwar Förderungen, die sehr stark daran gekoppelt sind, dass man laut Fair Pay-Schema bezahlt.
Viele kleine Kulturinitiativen oder gemeinnützige Vereine können sich das oft schlichtweg nicht leisten. Ja, da stimmt noch nicht ganz die Subventionskultur, die Förderkultur dahinter dieser Institutionen, dass sie das dann auch wirklich so weitergeben können. Das ist mal das, was ich so beobachte. Aber Susanne, du weißt sicher dann noch mehr dazu. Ja, gerne. Ja, also warum suchen auch viele Mitarbeiterinnen, viele Kulturbetriebe ganz einfach Mitarbeiterinnen? Weil eben die Generation der Babyboomer jetzt auch in Pension geht. Aber nicht nur in Pension geht. Ich gebe auch als Denkansatz mit, dass sehr viele zwar in Pension gehen, aber sich dann auch weiterhin engagieren. Also es kommt da zu einer sehr großen Verschiebung des gesamten Marktsegmentes des Arbeitsmarktes und natürlicherweise können die Boomer, die dann in Pension sind, sich auch den Themen widmen, die sie auch interessieren. Sage ich dazu. Aber wie gesagt, in bestehenden Kulturbetrieben, wo es ganz einfach ganz klare Job Descriptions gibt, wo man ganz einfach einen bestimmten Mitarbeiterstab hat, da kommt es zu einer großen Veränderung und da gibt es tatsächlich sehr viele Positionen jetzt frei. So viele habe ich also. Weiß nicht, wie es dir geht, Andrea, aber in meiner gesamten Kulturmanagement-Geschichte in den letzten 30, 40 Jahren habe ich nie so viele offene Jobs gesehen wie jetzt. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr positiv. Das heißt, man hat jetzt ganz einfach eine größere Auswahl. Wenn man in der Rolle der Bewerberin ist, für die Ausloberinnen ist es nicht immer das Einfachere, aber ja, es ist da halt ganz einfach sehr viel Bewegung drinnen momentan. Diese Überschneidungen in den Jobprofilen, die du auch erwähnt hast, ja, das sehe ich auch natürlicherweise im Kulturmanagement. Je kleiner die Institution oder das Projekt, desto mehr Aufgaben hat man, die man erfüllt. Und das ist gerade, sage ich einmal, im Einstieg, wenn man jetzt keine Kultur- oder Kunstwissenschaftlerin ist, ja, also wenn man jetzt nicht rein wissenschaftlich arbeitet, wo man vielleicht auch mal über den Tellerrand blickt, aus wissenschaftlicher Perspektive, aber wenn man halt in so Managementfunktionen ist oder eben in der Kunst- und Kulturvermittlung, dann ist es ganz einfach sehr, sehr hilfreich, wenn man auch weiß, was die anderen machen und welche Aufgaben die haben und wie das geht eigentlich überhaupt, ja. Wie geht Publikumsdienst, ja? Was sind da die Besonderheiten, ja? Und was verbindet uns auch in der Kulturvermittlung jetzt vielleicht mit dem Publikumsdienst oder mit einer Kassa, ja? Oder mit Marketing, ja? Also, wenn man da wirklich einen breiteren Blick hat, ist das enorm hilfreich, auch in der eigenen Positionierung und auch wenn man in die Rolle kommt, dass man Projekte planen darf, ja, dann habe ich natürlicherweise einen viel breiteren Blick drauf. Und diese Ansprüche der Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmerinnen, also eben auch der Arbeitnehmerinnen, das ist etwas, wo wir ja schon seit Jahrzehnten auf FairPay, die FairPay-Kampagnen auch hinweisen, wo wir auch immer unseren Teilnehmerinnen und Absolventinnen sagen, bitte achtet darauf, dass ihr von Anfang an selber auch fair kalkuliert. Ja, also ich kann FairPay nicht nur delegieren. Ja, ich muss auch schauen, wie weit kann ich FairPay auch erfüllen. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wesentlich und ganz, ganz wichtig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel budgetverantwortlich bin, dann muss ich ja schauen, okay, wie kann ich das so kalkulieren, dass ich mit dem Team, für das ich da in der Form jetzt als Budgetverantwortlich auch mitverantwortlich bin finanziell, wie kann ich das gestalten? Welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich, damit eine faire Zusammenarbeit möglich ist? Und das sage ich jetzt auch einmal recht salopp, muss nicht immer Geld sein. Ja? Kann auch was anderes sein. Aber das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, wenn ich das näher ausführe. Danke. Gut. Genau. Jetzt schauen wir uns mal an, was sind denn überhaupt aktuell die Herausforderungen für die Kulturbetriebe? Wir haben es schon ein bisschen gesehen, wie schaut der Arbeitsmarkt aus, aber welche Themen hat der Kulturbetrieb? Klar geht es um mal die Kommunikation und Organisation. Jetzt wieder mal absolut mal nochmal stärker auf die Kulturvermittlung gedacht. Das Publikum erreichen, nämlich immer den Auftrag zu haben, in der Kulturvermittlung möglichst viele einzuladen. Es gibt ja wirklich noch diesen politischen, das politische Motto Kultur für alle. Ich denke mir mal, ja, das ist eine gute Utopie, aber eigentlich sind wir schon mal froh, wenn wir möglichst viele, alle ist immer so, wer sind alle, aber möglichst viele ist schon mal ein Ansatz zu erreichen, die sich, die auch einen Kanal vielleicht offen hätten, es vielleicht nicht immer wissen. Und dann auch zu binden. Und das heißt aber nicht nur, oft ist das so ein breites Spektrum für die Vermittlung, zu sagen,
kümmere dich bitte um unser bestehendes Publikum, also die Menschen, die sowieso schon teilhaben an unseren Angeboten, dass die uns bleiben und erweitere aber mögliche Publikumsfelder. Und das ist sozusagen eigentlich eine kontinuierliche Arbeit, die wir da machen müssen in der Kulturvermittlung. Und da ist dazugekommen, über dieses sehr klare Fokus auf Personalvermittlung, auch natürlich das Digitale, dass wir nicht nur analog sind, das heißt in der Präsenz zusammenkommen zu Kulturveranstaltungen, sondern auch immer stärker zu sagen, was sind digitale Möglichkeiten, unser Publikum zu erreichen und zu kommunizieren. Und da haben sich auch neue Betätigungsfelder, neue Jobprofile daraus etabliert. Und vielleicht ist auch dann für den einen oder die andere sozusagen Kulturvermittlung, ich sehe mich jetzt nicht so sehr in dem direkten Arbeiten mit Gruppen, sei es jetzt Kindergruppen, Erwachsenengruppen, wie auch immer ausdifferenziert, sondern ich bin vielleicht jemand, der eher digital mit Content arbeitet, aber das ist auch ein Vermittlungstool. Also da haben sich viele, viele neue Betätigungsfelder entwickelt, gerade über die Pandemie, wo ja mehr, ja, ich nenne es immer ganz gern Jugend forscht, war das ja oft so ein bisschen. Jeder hat so irgendwas gemacht, weil die wenigsten Häuser eine richtige digitale Strategie hatten. Aber da ist ein Feld, wo sich jetzt viel entwickelt und wo man auch viel Know-how braucht und auch mal Vermittlung anders denken muss als im rein analogen. Also mit diesem Bereich ist das der Kulturbetrieb, und es gibt wirklich kaum Tagungen im Moment, die nicht über Digitalität, Digitalisierung, Online-Angebote, Streaming, was auch immer, nachdenken. Und wie kriege ich das auch in der Objektforschung, zum Beispiel Museum, wie kriege ich das in den Kulturbetrieb hinein? Also das sehe ich, das ist noch immer, immer ganz präsentes Thema. Dann, der Kulturbetrieb muss natürlich auch sich mal grundsätzlich die Frage stellen, wie programmiere ich und wie finanziere ich das, was ich da tue? Also auch immer wieder im Diskurs bleiben zu, was sind die Aufgaben eigentlich der Kulturinstitution? Was ist mein Leitbild? Wo bin ich, in welchem Diskurs bin ich verankert? Welche Themen will ich besprechen? Welche Themen will ich verhandeln mit dem Publikum? Und welche Ausrichtung habe ich? Also da geht es auch schon um Werte. Sich diesen Fragen kontinuierlich zu stellen, das beschäftigt natürlich die Kulturinstitution mitsamt den Mitarbeiterinnen ganz, ganz stark. Und wir hatten es ja schon vorher auch in der Finanzierung. Genau, also wenn man jetzt sagt, das, was ich beobachte, da bin ich gespannt, wie du das siehst, Susanne. Also die Zeiten des großen Sponsorings sind oft vorbei. Es ist eher die Frage, auf welche Füße stelle ich Finanzierungen? Kriege ich Projektfinanzierung? Kriege ich eine Institutionsförderung, die sozusagen über die Jahresförderung hinausgeht? Habe ich einzelne kleine Kooperationen, die auch finanzieller Natur sein können? Und wie geht das Ganze eingebettet in diesen Wunsch, eben auch nach Fair Pay meine Mitarbeiterinnen zu zahlen? Also wie bekomme ich diese Finanzierungsfragestellungen eigentlich, die sich da aufwerfen, gut zusammen und gut in Balance? Und natürlich, wenn ich eine Kulturinstitution leite und wenn ich eine Institution verkörper als Mitarbeiterin, dann komme ich gar nicht anders umhin, als mich kulturpolitischen und gesellschaftlichen Fragestellungen anzunehmen. Sei es eben in der Programmierung, sei es in der Ansprache des Publikums über verschiedene Formate. Und da sind auf der Tagesordnung einfach wirklich Themen wie der Umgang mit Nachhaltigkeit, Natur- und Klimaschutz, Resilienz, also all diese gesellschaftlichen Themen, die uns alle beschäftigen, werden auch im Kulturbetrieb verhandelt. Susanne, gerne. Ja, gerade die kultur- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen werden manchmal auch sehr hart verhandelt. Ja, das ist jetzt nicht etwas, dass wir sagen, wir sind jetzt in der Kulturvermittlung und im Kulturmanagement quasi alle eine große Familie. Nein, auch da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen und auch ganz ja, also wirklich sehr lebendigen Diskurs. Ja, geht es um eben ganz die großen Themen dieser Zeit. Und ja, also das ist auch etwas, wo man natürlicherweise im Kunst- und Kulturmanagement und gerade in der Kulturvermittlung extrem konfrontiert ist damit und auch wirklich meiner Ansicht nach auch wirklich gut beraten ist, wenn man sich da selber wirklich am Laufenden hält und weil da natürlicherweise auch Fragen kommen, ja, vom Publikum. Also das ist ganz einfach etwas, wo es ganz wichtig ist, dass man am Zahn der Zeit ist. Also ich kann mich erinnern, die Zeit, von der Andrea erzählt hat und manchmal sieht man heute auch noch solche Projekte. Früher haben halt Führer, Museumsführerinnen,
wie man gesagt hat, haben da ganz einfach irgendwelche Geschichten aus ihrer Mottenkiste erzählt, ja. Und sehr oft waren das, sage ich einmal, Erzählungen im Legendenbereich, ja. Also fällt mir ein Beispiel ein im Waldviertel, wo ganz einfach in einem Museum eine alte Legende wiedergegeben wurde, wo man aber jetzt mittlerweile weiß, dass das historisch ganz anders ist und so eigentlich gar nicht mehr erzählen kann, ja, weil es erstens einmal falsch ist und zweitens einmal extrem diskriminierend und so weiter. Da haben wir dann in den nächsten Seiten noch einige Punkte dazu. Also das heißt, ich muss wirklich schauen, wo bin ich jetzt kultur- und gesellschaftspolitisch, wo stehen wir jetzt, ja? Und vielleicht noch den Schritt weiter fahren, ja? Also ganz einfach mich auch mit Zukunftsthemen beschäftigen, ja? Sowohl in der Kulturvermittlung, aber eben auch im Kulturmanagement, weil ich ja da auch sehr oft den Rahmen schaffen muss für Programmierung und die Finanzen. Ja. Danke. Ja, also wenn wir jetzt nochmal da noch ein bisschen hineingehen in die kultur- und gesellschaftspolitische Entwicklungen, ich glaube, es ist deswegen wichtig, aus zwei Gründen. Zum einen wollen Sie ja, dass Ihre Arbeit im Kulturbetrieb irgendeine Relevanz hat. Und wie gesagt, eigentlich jede Kulturinstitution muss sich diese Frage stellen, wie, selbst wenn ich eine Altertumssammlung habe, wie sind meine Berührungspunkte zum Hier und Jetzt? Ja, weil das Publikum will natürlich auch immer irgendwie diese Brücke kriegen zu dem, was hat denn das mit mir zu tun? Und insofern sind aktuelle Themen wichtig, aber auf der anderen Seite auch ganz pragmatisch gesehen, ganz viele Fördermöglichkeiten sind oft natürlich gekoppelt an Themen, wo man sagt, da kann ich einen speziellen Topf anzapfen, da gibt es gerade Gelder dafür, hier Projekte zu lancieren, hier ein Ausstellungsthema zu machen oder hier eine Publikation oder ein Musiktheater oder was auch immer dazu gefördert zu bekommen. Also das Thema Klimaneutralität, überhaupt das große Thema natürlich der Klimakrise beschäftigt alle, speziell die Klimaneutralität auch in den ganz großen, altehrwürdigen Häusern, wo es wie kriege ich denn einen Betrieb, der auch behäbig ist, der historisch ist, in Richtung klimaneutraler Betrieb? Also das sind ganz große Fragen. Umweltzeichen gibt es ja, die Auszeichnung für den Kulturbetrieb, für die Filmindustrie, für ganz viele Kulturzweige auch mittlerweile. Und da muss man schon ein bisschen einen Aufwand treiben auch dafür, aber es ist ein wichtiges gesellschaftliches Signal zu sagen, wir sind ein zertifizierter Umweltzeichenbetrieb zum Beispiel. FAP haben wir jetzt schon ein paar Mal genannt. Chancengleichheit. Chancengleichheit ist auch natürlich immer noch in Richtung Männer, Frauen. Wie gehe ich eben auch mit Teilzeit um? Welche Chancen habe ich trotzdem im Kulturbetrieb dadurch? Also da gibt es ganz viele Fragen, die auch da verhandelt werden müssen. Chancengleichheit aber auch in Bezug auf, welche KünstlerInnen zeige ich, wie stelle ich aus, wen beschäftige ich, ist es immer kann ich die Mehrheitsgesellschaft überhaupt irgendwo abbilden, wie gehe ich mit marginalisierten Gruppen um und so weiter. Da sind wir auch schon gleich in Richtung in den anderen Themengebieten ein bisschen, die das berühren. Inklusion ist einfach ein großes Schlagwort. Was heißt denn wirklich Inklusion? Oftmals kann ich es besser definieren, dass ich mir auch überlege, wer kann denn nicht teilhaben? Also über diese Exklusionsmechanismen zu denken. Wer kann denn jetzt allein aus körperlichen, baulichen, sonstigen Gründen gar nicht Teil sein meiner Kulturproduktion? Und ist das manchmal einfach ein Bewusstmachen und sagt, das ist aus gewissen Rahmenbedingungen so. Oder wo kann ich sagen, das möchte ich auch aktiv ändern? Und was bedeutet das dann in meiner Angebotslegung, in meiner Programmierung? Diversität sehe ich genauso, sowohl in der Auswahl der Themen, der künstlerischen Positionen, aber auch der MitarbeiterInnen. Wenn ich möchte, dass möglichst viele sich eingeladen fühlen zu Kulturangeboten, dann muss ich auch eine Repräsentation schaffen. Und wenn ich jetzt einfach zu einer Minderheit gehöre und mich nirgends im Kulturbetrieb repräsentiert sehe, weder über MitarbeiterInnen noch über Themen noch über KünstlerInnen, die behandelt werden, warum soll ich mich dann eingeladen fühlen? Also das ist ganz, ganz wichtig, dem auch ein ganz bewusstes Hinwenden zu diesem Diversitätsthema. Antirassismus, glaube ich, erklärt sich von selbst. Da gibt es gerade auch, beobachte ich, vielleicht auch, weil ich in diesem Segment tätig bin,
mit Kindern und Jugendlichen eine ganz Gott sei Dank gesteigerte Sensibilität und viele Fortbildungsmöglichkeiten, auch auf diese auf Antirassismus Vorfälle mal überhaupt eine Sensibilisierung dafür zu entwickeln, aber auch in der Prävention zu sein. Wie kann ich überhaupt ein Setting schaffen, wie ich dann mit so etwas umgehen kann, wenn es auftritt, oder wie kann ich möglichst das verhindern, dass es überhaupt dazu kommt? Ebenso, was die gesamte Antisexismus- und MeToo-Debatte betrifft. Das ist ja, glaube ich, jetzt gerade im Theater-Filmbereich einfach aktueller denn je. Gibt es einfach immer wieder aktuelle Fälle. Ich kenne es aus dem klassischen Museumsbetrieb, so wie ich ihn kenne, Gott sei Dank nicht. Aber das heißt nicht, dass es dort nicht stattgefunden hat oder stattfindet. Aber da ist Gott sei Dank auch jetzt, gibt es Institutionen, die sich damit befassen und wo auch ein Diskurs, ein öffentlicher dazu stattfindet, was extrem wichtig ist. Die Frage des postkolonialistischen Zugangs, also gerade wenn es um Museen geht oder gerade um das Ausstellen, Behandeln von Artefakten, historischen Objekten, wie gehe ich damit um, wie kontextualisiere ich das, welche Haltung habe ich da und welche Verantwortlichkeit habe ich da auch als Kulturinstitution? Und das Thema Nachhaltigkeit, da möchte ich nochmal den Bogen schließen zum Umweltzeichen, wo man sagt, das ist einfach wichtig und es ist auch zeitgemäß, gerade im Kulturbetrieb, wo wir oft für eine kurze Dauer sehr viele Ressourcen brauchen, sei es für eine Ausstellung, für eine Theaterproduktion, eine Musikproduktion, wo wir Welten entstehen lassen, ja oft auch materiell gesehen, da auch drauf zu schauen, wie kann ich, dass das nicht immer nur für diesen Moment oder für eine kurze Dauer hergestellt wird, wie kann ich mit diesem Material umgehen, dass ich es in eine Wiedernutzung bringe, in einen Kreislauf schicke. Also uns beschäftigt das als Museum zum Beispiel ganz, ganz stark. Wenn ich sage, ich habe ein Umweltzeichen und ich möchte hier auch eine Signalwirkung zeigen, eine gesellschaftliche, wie gehe ich damit um, dass wir nicht jedes Mal alles neu bauen? Und wie können wir diese Ressourcen ein bisschen bündeln und in Richtung Nachhaltigkeit denken? Ja. Ich würde den Begriff Nachhaltigkeit auch um eine inhaltliche Nachhaltigkeit nämlich auch erweitern. Das heißt also, auf der einen Seite gibt es natürlicherweise populare Projekte, die jetzt gerade unterm Nagel brennen und die zeitgeistig aufbereitet werden, aber ich kann nicht alles nur zeitgeistig denken. Ja, also es gibt auch gewisse Inhalte, die man dann auch nachhaltig planen und aufrollen kann und das, auch das finde ich einen sehr spannenden Zugang. Richtig, also super, genau. Ja, also das ist eine ganz schönes Potpourri, mit dem sich die Kulturinstitutionen auch in diesem gesellschaftspolitischen Kontext beschäftigen und wo es aber auch, wenn Sie das vielleicht so hören, einerseits irgendwie, wow, das ist ganz schöne Bandbreite und so ganz viele Themen, die da angerissen werden, aber vielleicht gibt es dann auch das eine oder andere, wo bei Ihnen plötzlich so ein Aha-Effekt einsetzt. Ah, da habe ich aber schon eine Expertise oder da spüre ich einen totalen Zug hin, auch mich mit dem zu beschäftigen und mich dafür einzusetzen. Also auch über solche Kanäle. Und es muss nicht immer das klassische Kunststudium oder kulturwissenschaftliche Studium sein, das den Weg in die Kulturvermittlung und ins Kulturmanagement dort vielleicht weiterführt, sondern es kann auch wirklich aus einem Aktivismus, aus einer Initiative herauskommen oder aus einer persönlichen Interessenslage, dass man sagt, ah, da kann ich zum Beispiel hineinkommen auch. Gut. Genau, Sie haben dann einen Haufen Links, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, wenn wir jetzt eben über diese verschiedenen gesellschaftspolitischen Entwicklungen sprechen. Auch wo kann man da nachschauen, was gibt es da schon? Das werden wir Ihnen zur Verfügung stellen. Da kann ich Sie nur einladen, bitte in die Recherche zu gehen. Es ist ja oft so, dass das wirklich das eine führt dann wieder zum nächsten. Und wenn man mal in so einem Thema drin ist oder eine Brille auf hat einmal, dann sieht man eh plötzlich überall diese Themen aufpoppen und hat dann ein Sensorium dafür. Und da von uns mal so einen Anstoß, sich da hinein zu vertiefen. Ich glaube, da kommt noch eine. Ja, also auch gerade, weil wir jetzt ganz oft dieses Fair Pay zitiert haben, da sehen Sie, es gibt die Honorarrichtlinien zur Kulturarbeit, der VP-Seite und auch wirklich diese zwei parallel laufenden Kulturstrategien, große Kulturstrategie des Bundes, also für Gesamtösterreich und dann auch nochmal die Wiener Kulturstrategie 2030 der Kulturstadträtin Veronika Kauphassler in Wien, die da sehr stark auch diesen Fokus haben auf all diesen Themen, die wir da jetzt vorher so ein bisschen skizziert haben und natürlich auch immer das Fair-Pay-Thema ganz stark behandeln.
Ja, wenn ich da vielleicht ergänzen darf, ganz kurz. Es ist so, also gerade diese Seite mit der Kulturstrategie des Bundes, also der Republik Österreich und der Wiener Kulturstrategie eines Bundeslandes, also wir haben 9 Bundesländer in Österreich, das heißt, es gibt dann auf Landesebene oder Gemeindeebene auch unterschiedliche Kulturstrategien, Leitbilder oder wie auch immer das dann genannt wird. Das heißt, wir bewegen uns hier in einem starken Bereich der öffentlichen Hand, der öffentlichen Förderung, wo es ganz einfach um Steuergelder geht. Und und so auch als Hinweis in dieses Berufsfeld Kunst, Kulturmanagement, Kulturvermittlung. Die Andrea hat erzählt, zuerst eben in den 90er Jahren haben sich angefangen, überhaupt dieser Berufszweig der Kunst- und Kulturvermittlung einmal neu zu formieren oder überhaupt einmal zu etablieren oder zu formieren, sage ich mal. Also mein Hinweis bei dieser Gelegenheit auch, das sind Prozesse, die dauern oft sehr, 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 sehr lange. Also die FairP-Kampagne wurde geboren in den 2000er Jahren, ja. Das heißt, es hat über 20 Jahre gedauert, bis die in der Politik angekommen ist, ja. Also das heißt, es gibt auch und natürlicherweise auch bis neue Strategien oder manchmal heißen sie auch Weißbuch der Kunst und Kultur. Also wenn solche Leitbilder, man muss mit den Begrifflichkeiten da immer sehr aufpassen, weil die Begrifflichkeiten zum Teil auch aus dem Faschismus ganz massiv vorbelastet sind. Also darum möchte ich mich da jetzt nicht auf einen Begriff festlegen, weil das wirklich sehr, sehr vorbelastet ist. Aber quasi sowas wie eine Corporate Identity der Republik Österreich oder des Bundeslandes, wie wir ganz einfach unser Kunst- und Kulturgeschehen verorten oder wie wir es quasi für uns wahrnehmen. Das sind Prozesse, die brauchen ewig. Ja, also das heißt, Sie werden sehen, wenn Sie da ein bisschen recherchieren, dass das Dinge sind, die es schon sehr lange gibt und wo man aber auch kontinuierlich dahinter sein muss, dass das auch wirklich auch sich weiterentwickelt und auch umgesetzt wird. Genau, danke. Gut, jetzt haben wir nochmal für Sie ein bisschen das Konkrete gefasst, damit man auch, wie ich vorher gesagt habe, oft hat man nur so ein ganz kleines Segment vor Augen. Was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten im Kulturbetrieb? Und hier mal einfach so ganz grob eine Kategorisierung vorzunehmen, welche Jobs es in der Kultur gibt. Also wir haben in der Wirtschaft, also von der wirtschaftlichen Seite uns nähernd, gibt es natürlich eine Geschäftsführung, eine betriebswirtschaftliche Leitung, die Finanzen über hat, das Controlling und aber auch eine und oder eine operative Leitung, je nachdem nach Größe und so weiter, einer Institution, wo es auch um die Umsetzung geht, also das auch zu begleiten, die Projektbudgets zu erstellen. Also all diesen wirtschaftlichen Aspekte, Susanne wird das sicherlich aus dem Kulturmanagement noch mal ein bisschen mehr ergänzen können. Von der künstlerischen Seite genähert ist es natürlich die künstlerische Leitung. Es sind jetzt in einem Organigramm vielleicht angeordnet unter der künstlerischen Leitung die Kuratorinnen, die Dramaturginnen, die Programme dann auch konzipieren und programmieren, aber eben aus der inhaltlichen Sicht heraus. Dann die Organisation, da sind wir wieder mehr in diesem vielleicht nicht so kreativ-künstlerischen Bereich, wobei es auch da ganz viele Schnittstellen gibt, hängt auch wieder sehr stark von der Institution ab. Produktion kann sehr technisch gelesen werden, kann aber auch künstlerisch, wie in unserem Fall, also wenn es bei uns Ausstellungsproduktion ist, dann ist es ein ganz enges Zusammenarbeiten mit den KünstlerInnen, die für uns Hands-on-Objekte zum Beispiel entwickeln. Und da braucht es oft ein sehr großes künstlerisches Verständnis und auch eine Nähe zur Kunst. Bei uns arbeiten zum Beispiel auch in der Produktion KünstlerInnen, ja, ganz stark. Das ist jetzt nicht nur diese technische Seite haben, sondern auch dieses Sensorium für künstlerische Prozesse. Programmorganisation, also ist auch ganz stark wahrscheinlich in vielen Fällen an die Kuratorinnen angebunden, also wo es auch um so das inhaltliche Know-how geht, das umzusetzen. HR, also Human Resources, das heißt die gesamte Personalentwicklung, das immer mehr in wahrscheinlich so einem ja, administrativen, organisatorischen Bereich, der weniger im Kreativen angesiedelt ist. Aber wie gesagt, je nach Kulturinstitution ist es sehr unterschiedlich, was da auch die Jobprofile sind. Ich kann es jetzt vielleicht exemplarisch sehr zugespitzt sagen bei uns im Kindermuseum. Also bei uns arbeiten nahezu nur,
Ich überlege gerade, ja, also vorwiegend zumindest Menschen, die selber einen künstlerischen Background haben. Also selbst wenn es um eine eher administrative, organisatorische Stelle geht, wie jetzt zum Beispiel meine Direktionsassistenz, dann ist das jemand, der eine künstlerische Ausbildung hat, weil das einfach für mich, für mein Team ganz wichtig ist, dass jemand ein Sensorium hat für künstlerische Prozesse. Ist nicht zwingend jetzt per se in so einer Job Description angelegt, aber für unser Haus ist das einfach ein ganz wichtige Expertise, die es mitzubringen gilt. Dann haben wir die Infrastruktur, also da geht es wirklich jetzt um Räume, Raumvermietung oder Raumwartung, Technik, Publikumsdienst ist heute schon gefallen, Shop. Also Dinge, die zwar sehr nah an diesem ganzen, der Kunstproduktion dran sind in der Umsetzung, aber weniger in der einzelnen Programmierung. Die Kommunikation ist, glaube ich, bei allen Kulturbetrieben sehr, sehr ein wesentliches Merkmal, die ganz eng mit der Kulturvermittlung auch zusammenarbeiten muss. Denn die Kulturvermittlung oder die Kuratorinnen in weiterer Folge, auch die künstlerische Leitung, geben die Themensetzung vor, geben vor, was es überhaupt zu erfahren gibt. Und dann muss es natürlich auch an das Publikum kommen, das man erreichen möchte, bestmöglichst. Also gesamte Bereich Marketing, Social Media, Presse, Community Work. Und da geht es eben ganz eng zusammen mit der Kulturvermittlung, wo ich sage, die Kulturvermittlung ist nur zuständig, nicht nur um das zu vermitteln, was sich Kuratorinnen gedacht haben oder künstlerische Leitung, sondern da ist es auch ganz wichtig, selbst Kulturvermittlung als kuratorische Praxis zu sehen. Wir kuratieren Bildungsprozesse, wir kuratieren Begegnungssituationen und da geht es ganz stark Hand in Hand mit dem Audience Development, also neues Publikum auch finden, aufbauen, pflegen und ganz stark in den letzten Jahrzehnten auch Outreach. Und da trifft sich sehr mit der Kommunikationsabteilung. Und deswegen ist es für mich so wichtig, dass diese Abteilungen ganz eng zusammenarbeiten und ein großes Bewusstsein für die Tätigkeit der jeweils anderen haben, damit das optimal zusammengehen kann. Susanne, du wirst dann nochmal, glaube ich, hier ein bisschen Schärfe reinbringen, was das Management ein bisschen betrifft. Ja, im Prinzip hast du eh alles gesagt, was man da sagen kann, was man jetzt vielleicht, also das ist jetzt natürlicherweise nur ein grober Überblick, den wir hier geben. Natürlicherweise gibt es dann auch Fragestellungen der juristischen Art, wie Rechte, Rechtsfragen, Vertragsfragen. Also Institutionen wie die Wiener Festwochen haben zum Beispiel eigene Vertragsabteilung mit mehreren Mitarbeitern. Andere haben auch eigene Juristen. Wahrscheinlich haben die Wiener Festwochen eh auch eigene Juristen. Also das heißt, ich kann auch juristisches Studium haben und oder juristisch sehr gut ein sehr gutes Know-how haben. Also das heißt, da muss ich ja, weil ich muss ja nicht selber quasi vor Recht, also vor Gericht vertreten, aber ich bin dann quasi in einer zuarbeitenden Funktion in dieser Institution. Also ich kann auch als rechtlich ausgebildete Person oder gut gebildete Person auch in einem Kunst- und Kulturbetrieb arbeiten. Wir haben da Human Resources, ja. Also ich höre immer wieder, dass in Kunst- und Kulturbetrieben Personalentwickler, Leiterinnen von Personalabteilungen dringend gesucht werden. Oder eben auch Menschen, die Buchhaltung machen, Bilanzbuchhaltung, Controlling. Also das sind Funktionen, die im Kunst- und Kulturbetrieb, auch in eher im wirtschaftlichen, juristischen Bereich, im sogenannten kaufmännischen Bereich, betriebswirtschaftlichen Bereich, oft sehr stark gesucht werden. Aber wie die Andrea ganz richtig sagt, ist ganz wichtig ist diese künstlerische Sensorik, die brauche ich. Also ich kann nicht ganz einfach in die Sparte Kunst und Kultur wechseln, switchen in diesem Bereich, ohne dass ich eine Sensibilität habe für einen Kunstbetrieb. Weil Kunstbetrieb läuft anders als die Wirtschaft. Es ist, man kann es in vielen Bereichen, natürlicherweise gibt es Parallelen, keine Frage, ja, weil ich meine, Gehaltsabrechnung ist Gehaltsabrechnung, da oder dort, ja. Aber wie dieses Gehalt zustande kommt, ja, und welche Job Descriptions sind, das ist dann oft schon sehr unterschiedlich, weil eben nicht so klar abgrenzbar oft. Genau, danke. Genau, und vielleicht jetzt nochmal geschärft auf das Berufsbild der KulturvermittlerInnen. Ich habe Ihnen da mitgebracht, das ist die Definition,
des Österreichischen Verbands der KulturvermittlerInnen im Museums- und Ausstellungswesen. Also es gibt eine Interessensvertretung schon seit 1991, also relativ lang, gerade wie das Feld sich eben begonnen hat, überhaupt zu professionalisieren. Und die besagt als eine Definition, KulturvermittlerInnen initiieren inklusive Bildungs- und Kommunikationsprozesse. Sie machen Programm für ein heterogenes Publikum auf Basis aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen und Fragestellungen. Und das, was da drin steckt, ist eigentlich das, was wir jetzt im Vorfeld schon alles mit Ihnen einmal so kurz besprochen haben und angeteasert haben, nämlich, dass es wirklich darum geht, wo ich auch finde, Kulturvermittlung ist auch eine kuratorische Praxis. Also wir initiieren und begleiten und kuratieren auch inklusive Bildungs- und Kommunikationsprozesse. Das heißt nicht nur Bildungsarbeit, sondern auch einfach Kommunikationsprozesse. Es muss nicht immer in diesem pädagogischen Bildungs-Nimbus sich bewegen, was wir da tun, sondern wir können andere Aufgaben auch übernehmen anstatt reine Bildungsaufgaben. Aber es ist oft in diesem Bildungsrahmen, inklusive ist extrem wichtig. Und dass wir auch natürlich anerkennen und wahrnehmen, dass wir uns an ein heterogenes Publikum richten. Und egal, was wir verhandeln und was wir versuchen in der Vermittlung auch miteinander zu erleben, es referiert immer auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Fragestellungen, weil es immer in einem Kontext zu sehen ist und immer damit zu tun hat. Wir begegnen uns im Hier und Jetzt mit unserer Geschichte und in der Situation, in der wir uns alle vorfinden. Und das in Relation zueinander zu setzen, ist auch Teil der Vermittlung, und dass wir nicht losgelöst aus aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen unsere Arbeit vollbringen. Gut. Und da möchte ich jetzt auch gleich nochmal ein bisschen auf das Berufsbild eingehen. Auch das entnommen aus einem Papier, das verabschiedet worden ist vom Verband der KulturvermittlerInnen, wo wir das auch nochmal versucht haben festzuschreiben. Ich kann das deswegen nicht so gut zitieren, weil ich auch in dieser Arbeitsgruppe mitbeteiligt war. Also wir waren verschiedene KulturvermittlerInnen, die versucht haben, das auch mal ein bisschen auch in Richtung Qualitätskriterien. Was ist denn die Kulturvermittlung? Weil es eben ein so inhomogenes Feld ist und weil es so eine Vielfalt an Jobprofilen gibt und Voraussetzungen. Wie ich schon gesagt habe, je nach Größe der Kulturinstitutionen, je nach Jobprofil ist das so uneinheitlich eigentlich, dass wir versucht haben, zumindest, was sollten Qualitätskriterien sein, die sich überall im Berufsbild der Kulturvermittlung wiederfinden? Und das ist zum einen, sagen die KulturvermittlerInnen, sind die Expertinnen für das Publikum. Das heißt, die KulturvermittlerInnen sind diejenigen, die die Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen des Publikums kennen. Und in ihrer Arbeit ermöglichen sie die Begegnung und die Teilhabe innerhalb und auch ganz, ganz wichtig, außerhalb der Institutionen. Also Stichwort wieder Outreach, hinausgehen aus den Kulturtempeln, aus den Institutionen und in Richtung einer aufsuchenden Kulturarbeit, Publikumsarbeit zu schauen, wo ist denn mein Publikum, das ich gerne erreichen möchte. Also die Hinwendung und die Auseinandersetzung mit dem Publikum ist mal ein ganz wesentliches Merkmal, dass das bei der Kulturvermittlung angesiedelt ist. Dann die Inhalte. Wie ich schon gesagt habe, wir Kulturvermittlerinnen müssen nicht einfach nur wiedergeben, was irgendein Kurator, eine Kuratorin sich vielleicht überlegt hat, weil sonst wären ja Kulturvermittlerinnen auch nichts Besseres als Audioguides auf zwei Beinen. Nein, sie machen ja auch, sie kuratieren ihre Kommunikationsprozesse, und wir haben eben als Kulturvermittlerin die Kompetenz, diese Inhalte für ein heterogenes Publikum überhaupt mal zu generieren, darzustellen und mit ihnen zu verhandeln. Und wie tun wir das? Wir tun das natürlich offen und multiperspektivisch. Ja? Das heißt, die inhaltliche Kompetenz liegt auch im Vermitteln eben bei den Kulturvermittlerinnen, auch dies zu gestalten und nicht einfach nur etwas wiederzukäuen und wiederzugeben, wie die Susanne sagt, dann vielleicht sogar in manchen Fällen historisch fehlerhaft. Der Diskurs ist ein ganz wesentliches Merkmal. Das heißt, Kulturvermittlerinnen haben auch eigentlich angelegt in einem Jobprofil, dass sie Diskurse anleiten, führen und moderieren. Kulturvermittlung versteht man nicht als eine Einbahnstraße, nicht ich gebe einfach ein Wissen autorisiert
und hierarchisch weiter, sondern nein, es geht um das Anleiten, Führen, Moderieren von Diskursen mit dem Publikum. Und das bedeutet aber auch, dass ich in der Kulturvermittlung mich ständig auseinandersetzen muss mit Theorie und Praxis, das reflektieren muss, dann passt das noch zusammen, wird sich der gesellschaftliche Kontext verändert, welche anderen Diskurse gibt es, wo möchte ich mich einschreiben, wo möchte ich mich abgrenzen, also in dieser Reflexion und in dieser kritischen Reflexion in der Arbeit zu bleiben. Ja, dann natürlich die Kommunikation. Also das haben wir eben eh schon, initiieren von inklusiven Kommunikationsprozessen, eine interdisziplinäre Schnittstelle zu sein zu externen, internen Partnerinnen. Das heißt, Kulturvermittlung ist oft wirklich so ein bisschen diese Membran einer Kulturinstitution. Ja, wir funktionieren nach außen, weil wir mit verschiedenen Kooperationspartnerinnen uns oder auch Stakeholdern zusammentun, um das Publikum zu erreichen, das wir ansprechen wollen, aber auch nach innen zu wirken, sozusagen auch in der Institution nochmal den Wert der Kulturvermittlungsarbeit, die ja oft anders messbar ist, als es vielleicht klassische Marketing Tools tun, zu sagen, na, es ist auch manchmal gut zu sagen, da kommen jetzt nicht 100 Leute zu dieser Vermittlungsinitiative, aber die 5, die wir erreichen wollten, die sind gekommen. Und das zieht dann weitere Kreise und vieles braucht nicht nur im VRP, sondern auch in der Kulturvermittlung natürlich Zeit, um zu wachsen, um zu sickern, um sich zu etablieren. Und ganz wichtiges Merkmal, das war auch so damals, als wir das 2019, sehe ich gerade, haben wir das verabschiedet. Dieses Papier, da war uns nochmal wichtig, auch darauf hinzuweisen, das alles können Kulturvermittlerinnen aber nur tun, wenn sie mit den richtigen Ressourcen ausgestattet sind. Das heißt, wenn ich Kulturvermittlung ernst nehme, dann muss das auch in der Institution wirklich gut verankert sein. Das heißt, es ist eine eigene Abteilung mit einer eigenen Budget- und Personalverantwortung, und dass man auch überhaupt über die Ressourcen verfügt, Arbeit für und mit dem Publikum zu machen, das heißt räumlich, budgetär und zeitlich. Also das war auch so meine Stoßrichtung, auch das mal festzuschreiben. Ich kann nicht von der Vermittlung all das verlangen, was ich vorher skizziert habe, wenn ich nicht diese Rahmenbedingungen überhaupt als Kulturinstitution oder als Auftraggeberin schaffen kann. Ja, das wäre so mal auch nochmal klarer ein bisschen, dass Sie eine Vorstellung haben, was tun denn die Kulturvermittlerinnen oder was ist eigentlich der Auftrag der Kulturvermittlung? Und ich darf das vielleicht ergänzen. Also ich habe das damals eben auch miterleben dürfen, diesen Prozess, wie dieses Berufsbild formuliert wurde für Kunst- und Kulturvermittlung, und war dann einige Monate später eben zum Thema Kommunikation, einige Monate später in einem Museum und habe eine Bekannte getroffen, die in der Präsidentschaftskanzlei arbeitet, und die hat gesagt, ja, und sie findet das jetzt so toll, dass es in den Museen jetzt auch Kunst- und Kulturvermittlung gibt. Das ist ja ganz neu, und sie hat da diese Aussendung über das Berufsbild gesehen. Also man sieht auch, wie wichtig auch diese Arbeit auf der Metaebene ist, um ganz einfach die eigene Rolle auch zu definieren. Ja, und das hat die Kunst- und Kulturvermittlung ganz hervorragend gemacht. Und darum ist die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit heute auch eine unvergleichbar größere als noch vor wenigen Jahren. Also das hat wirklich sehr, sehr viel bewirkt zum Positiven. Ja, und trotzdem müssen wir weiter aktivistisch bleiben. Es ist noch nicht alles im Guten, kann ich nur sagen. Es ist schon viel gelungen und es ist schon viel besser. Aber gut ist es noch lange nicht. Deswegen bin ich da immer sehr klar, auch dass wir da auch wirklich solidarisch sein müssen, gerade wir Kulturarbeiterinnen untereinander uns stärken und darauf schauen, dass wir wirklich auch eine öffentliche Wirksamkeit haben. Und das geht natürlich auch über die Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten. Und da sind wir gleich wirklich hier auch bei diesem Thema, dass es immer noch sehr, wie ich gesagt habe, unterschiedlich ist, nicht nur vom Jobprofil, wie sind Kulturvermittlerinnen beschäftigt, sondern auch in den Beschäftigungsverhältnissen. Es gibt selbstständige Kulturvermittlerinnen, wo ich sage, ich möchte eigentlich möglichst frei, flexibel agieren. Dazu gibt es gerade im Kulturbereich Gott sei Dank viele Anknüpfungspunkte, also sei es über ein Festival, temporäre Kulturveranstaltungen, wo ich sage, da braucht es ja oft nie ein Team über das ganze Jahr, sondern vielleicht einfach punktuell.
Stichwort Landesausstellungen, Stichwort Festivals, eben in den verschiedensten Sparten. Da kann ich, oder überhaupt auch, das ist eigentlich, ich gehe in eine Kooperation ein, weil ich etwas Spezielles mitbringe, wo ich sage, ich mache das als selbstständige Kulturvermittlerin für eine Kulturinstitution. Ist möglich. Weit verbreitet im Moment, muss ich sagen, oder State of the Art ist eigentlich, dass die Kulturvermittlerinnen angestellt sind. Das hat ganz viele rechtliche Komponenten, auch warum ich ganz stark davon überzeugt bin, dass das eigentlich die einzige legale und gute Anstellungsform ist, weil Kulturvermittlerinnen eigentlich in den meisten Fällen nicht die Wesensmerkmale eines freien Dienstvertrags aufweisen, denn Kulturvermittlerinnen sind meistens ortsgebunden, sind meistens weisungsgebunden, agieren dann nicht im luftleeren Raum. Und früher hat es sehr viele freie Dienstverträge gegeben, die aber auch viele, viele Probleme verursacht haben für die Kulturvermittlerinnen, dass sie sich in sehr prekären Situationen wiedergefunden haben. Ich sage nur, so etwas wie Krankenstand, Pflege, Urlaub, all diese Errungenschaften eines Angestelltenverhältnisses, bezahlter Urlaub, das findet im freien Dienstvertrag nicht statt. Und da dass ganz viele Frauen immer noch in diesem Betrieb tätig sind, finde ich, es ist ganz, ganz wichtig, darauf zu schauen, dass es ordentliche Dienstverträge gibt, und eine, neben der ordentlichen Bezahlung auch ordentliche rechtliche Rahmenbedingungen. Aber wie gesagt, es ist oft sehr uneinheitlich und hängt sehr stark auch davon ab, in welcher Größenordnung, in welcher rechtlichen Rahmenbedingung die Institution oder der Auftraggeber selber agiert. Dann finden wir Kulturvermittlerinnen eben, je nachdem, habe ich jetzt eh schon öfter gesagt, kleine, große Kulturorganisationen, eben ganz unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten damit auch verbunden. Es macht auch einen Unterschied, bin ich in einer staatlich geförderten Institution, bin ich zu 100% zum Beispiel von der Stadt Wien als Kulturbetrieb gefördert. Das ist wunderbar, dann habe ich meistens einen Kollektivvertrag vielleicht, da habe ich eine automatische Vorrückung, ich brauche mir keine Gehaltsverhandlungen groß überlegen, sondern das passiert alles automatisch. Jetzt gerade eben mit der Teuerungskrise war das extrem super, weil ich einfach dann meine Vorrückungen, meine Indexanpassungen habe. Private Organisationen schaut schon anders aus. Da muss ich mir manches vielleicht auch selber erkämpfen, da habe ich vielleicht nicht immer einen Kollektivvertrag. Also das ist schon mal noch eine andere Spielaufstellung auch als Mitarbeiterin. Dann in Unternehmen, genau, ist das eben, und da kommt hinein, ist es profitorientiert oder ist es ein Non-Profit-Bereich? Also zum Beispiel das Sohn-Kinder-Museum ist ein privater Verein, ein gemeinnütziger Verein. Das hat immer auch eine Limitierung natürlich in den finanziellen Möglichkeiten, auch was unsere Gehälter betrifft. Wir sind da eben eher sozusagen in diesem Non-Profit, eher ja, niedrigeren Lohnniveau angesetzt. Aber das findet man halt einfach ganz oft auch im Kulturbereich. Und Kunst- und Kulturverwaltung ist eben auch nochmal anders. Das ist dann irgendwie sehr ähnlich auch wie stadtnahe oder oder staatlich geförderte Kulturinstitutionen. Also da in der Kulturvermittlung findet man das gesamte Spektrum und ich möchte nur sehr stark vielleicht hier auch immer in diesen Infoveranstaltungen darauf hinweisen, bitte vorsichtig sein. Ich finde, die Zeit der Ausbeutung ist für alle vorbei. Gerade auch, muss ich sagen, Ausbeutung ist oft einfach weiblich. Es ist so, dass man in der Teilzeitfalle sitzt, dass man in prekären Arbeitssituationen sich wiederfindet. Und das ist für mich immer ganz, ganz wichtig zu sagen, schauen Sie bitte auf ordentliche Verträge, dass wirklich auch die Tätigkeit dem entspricht, wie es in einem Dienstvertrag geregelt ist. Und wenn es ein freier Dienstvertrag ist, dann muss es auch so entsprechend sein. Und dann darf ich mich auch bei einem Werkvertrag zum Beispiel, darf ich mich vertreten lassen und so weiter, sich da auch wirklich immer abzusichern. Ja, Susanne. und darf ich, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, also was eine selbstständige Tätigkeit ist, was ein freier Dienstvertrag ist, was ein Angestelltenverhältnis ist, das besprechen wir dann in unseren Seminaren. Ja, also wie da, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, wann ich was machen kann, wann ich was auch budgetieren kann, wenn ich budgetverantwortlich bin. Weil es ist ein Unterschied, ob ich einen selbstständigen Mitarbeiter, Mitarbeiterin beauftrage oder ob ich eine angestellte Mitarbeiter oder Mitarbeiterin beschäftige. Ja, liegen Welten dazwischen und der freie Dienstvertrag in der Mitte. Gut. Ja. So, jetzt sind wir aber eigentlich eh schon
Richtung, glaube ich, Pausenzeit, beziehungsweise kommen wir schon in das Konkrete dann auch zu den Lehrgängen. Was können wir auch so ein bisschen, was braucht so an Grundlagen, damit sie in der Kultur ihren Job finden, wo sie sagen, das, da kann ich mich jetzt wirklich gut orientieren. Es ist ganz wichtig, ein Praxiswissen entweder schon zu haben oder zu erwerben, im Projektmanagement. Also das ist auch etwas, was ich in meinem Kulturvermittlungslehrgang allen ganz, ganz dringend rate. Also bitte, die gute Idee ist das eine und das kreative Arbeiten, das haben ganz viele, aber ich muss ein Know-how haben zu Projektmanagement. Auch wenn ich nicht immer die bin, die die gesamte Steuerung über hat, aber ich muss wissen, wie Projektmanagement funktioniert. Ich muss wissen, wie ich von einer Idee zur Ausführung komme, welche Schritte ich dabei bedenken muss. Und je größer das Projekt ist, je größer die Institution ist, desto mehr Kolleginnen, Mitarbeiterinnen habe ich, an deren Schnittstellen ich dann auch agieren muss. Aber ich muss das Know-how dazu haben. Und das ist oftmals so, ich merke so, der Zug ist immer in der Vermittlung so zu diesem Kreativen und Schöpferischen. Und das alles, was so ein bisschen planerisch, organisatorisch ist, wird gerne ausgeklammert. Und deswegen ganz, ganz wichtig, da muss man gut hinschauen. Ich muss auch ein Basiswissen haben zur Betriebswirtschaft. Eben, wenn die Susanne sagt, es liegen Welten dazwischen, auch wenn ich selber Verträge habe in einem Projekt, mache ich einen Vertrag mit einem Werksvertrag oder mache ich habe ich eine Anstellung. Das sind kalkulatorische Welten dazwischen. Das heißt, ich muss wissen auch, wie finanziere ich ein Projekt? Wo bekomme ich Förderungen? Wie funktioniert Sponsoring im Kulturbereich? Sponsoring im Kulturbereich funktioniert und Fundraising funktioniert anders oft als in anderen Bereichen. Da muss ich auch ein Know-how haben. Budgeterstellung. Ich habe das ganz oft gehabt als Leitung der Abteilung für Kunstvermittlung, als ich noch fürs Bank Austria Kunstforum gearbeitet habe. Und dann kam jemand her und sagte, ich habe eine super Idee. Und ich sagte, ja, tolle Idee. Was kostet mich das? Wie viel Personal brauchst du dafür? Wie ist der Durchführungszeitraum? Und dann war großes Fragezeichen, weil eben wie gesagt, mal nur bis zur Idee gedacht worden ist. Und für ein professionelles Agieren, auch in der Vermittlung, brauche ich diese Informationen. Controlling, Planning und Organisation. Ich muss nicht Expertin in all dem sein, aber je nachdem, welche Position ich in dem Projekt habe, auch das Know-how dazu mitbringen. Also dieses ganze Praxiswissen, da haben Sie eigentlich zu all diesen Themen, finden Sie im Seminarangebot und auch im Lehrgangsangebot der Kulturkonzepte überall Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Kompetenzen, die ich entweder schon habe oder erlangen sollte, gerade in der Kulturvermittlung, ist natürlich gute Kommunikationsfähigkeit. Ich muss einfach gerne mit Menschen kommunizieren, sei es vielleicht irgendwie manchmal ein bisschen hinter den Kulissen, wenn ich nicht die Person bin, die vorne die Bühne will. Wenn ich vorne mit dem Publikum arbeite, in direktem Kontakt, dann sowieso. Teamfähigkeit ist ganz, ganz wichtig. Kulturvermittlerinnen arbeiten nicht allein im stillen Kämmerchen. Wir arbeiten immer in Teams zusammen, immer an Schnittstellen. Und ganz wichtig ist auch eben ein gutes Zeit- und Selbstmanagement, ja, dass ich also eben weiß, Selbstmanagement im Sinne von, was ist die Auftragssituation, was ist das Volumen, wie ist die Bezahlung dazu, dass das in einer Balance auch bleibt. Und Zeitmanagement, auch wenn ich ein Programm für eine Publikumsgruppe entwickle, muss ich wissen, wie viel Zeit sind die überhaupt aufmerksam, was kann ich für welches Format überhaupt auch konzipieren. Genau, und das Anleiten, Moderieren habe ich auch vorher schon einfach gehabt bei den Kulturvermittlerinnen, dass das natürlich einfach Teil der Arbeit ist, wenn ich mit Gruppen und Publikum arbeite. Und was darüber hinausgeht, ist natürlich, haben wir jetzt auch schon öfter gehört, ich muss informiert sein über aktuelle Themen. Also ich muss wissen, was ist in der Kulturpolitik, ich muss wissen, wer sind die Player, welche Themen werden verhandelt, welche Veranstaltungen gibt es. Und zu all diesen großen Themen, die wir heute schon genannt haben, einfach das zumindest, ich muss vielleicht nicht Expertin sein zu jedem Fach, aber zumindest wissen, aha, das ist gerade im Gespräch oder da gibt es eine Veranstaltung dazu. Und im besten Fall habe ich ja vielleicht Kolleginnen, MitarbeiterInnen, die sich da spezialisieren. Also ich habe das natürlich, weil ich finde, in einer Person das alles zu vereinen, ist oft ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt auch geschaut, dass ich wirklich Ex-Beauftragte habe in meinem Betrieb für die verschiedenen Themen. Also da gibt es eine Mitarbeiterin, die kümmert sich jetzt, hat einfach die Ansprechperson und Beauftragte für Inklusion, die anderen für Umweltthemen, die dritten für Kinderschutz und so weiter. Also ich habe das versucht, also diese Zuständigkeiten auch bei verschiedenen Mitarbeiterinnen anzusiedeln.
Ja, so mal zu Kulturvermittlungsfokus darauf. Susanne? Ja, also wie gesagt, es gibt auch in der Kulturvermittlung unterschiedliche Ebenen, auf denen ich arbeite. Also wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständige Kulturvermittlerin bin, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich Konzepte erstelle und dann eben auch Finanzpläne erstellen muss. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Finanzplan und einem Budget, so wie wir das gebrauchen am Institut für Kulturkonzepte, das erklären wir dann auch näher in den Seminaren. Aber das heißt, wenn ich brauche ganz einfach eine umfassende Kenntnis der Rahmenbedingungen, ja, auch als Kulturvermittlerin. Wie gesagt, ich muss keine Juristin sein, ich muss keine Buchhalterin sein, aber ich muss wissen, dass es gewisse Rahmenbedingungen gibt und dass es Leute gibt, die mir da weiterhelfen können. Ja, und dann kann ich schon Konzepte erstellen und Projektleitungen machen. Und eben was unser Ziel ist, eben im Lehrgang, dass wir ihnen auch für die Kulturvermittlung eben das Mitgeben des Zeugs, dass sie es auch betriebswirtschaftlich können. Ja, also dass sie auch, da spreche ich jetzt aus der Rolle eben der Kulturmanagerin wie die ganze Zeit schon, dass wir den Kulturvermittlerinnen auch, wenn sie das möchten, ein bestimmtes quasi Werkzeug an die Hand geben, damit sie wirklich auch gute Konzepte auch fundiert so ausarbeiten können, dass sie eben auch Leiterinnen von Häusern auch sagen können, okay, aha, das sind die Rahmenbedingungen, das kostet, das sind die Ressourcen, die gebraucht werden, und dass ich sowas erarbeiten kann. Ja. Kulturmanagement sind das ganz einfach die Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege. Ja, und natürlicherweise sind im Kulturmanagement dann die Kompetenzen dann noch einmal ein bisschen breiter aufgestellt, weil sie doch halt Management-Schwerpunkt haben, im Unterschied zur Kulturvermittlung, wo es ja doch um einen inhaltlichen Schwerpunkt geht und um darum, korrigiere mich Andrea, wenn ich es falsch oder nicht ganz richtig beschreibe, aber eben wo es darum geht, dass ich quasi das vermittle, was Kunst und Kultur bedeutet gesellschaftlich, sage ich jetzt mal so ganz auf einer großen Metaebene. Ne? Und wir Kulturmanagerinnen, wir sind halt dafür verantwortlich, dass wir diese Rahmenbedingungen schaffen. Und jetzt, wenn es in einem kleineren Projekt ist, dann muss man selber die Rahmenbedingungen beschaffen. Das heißt, man muss es auch wissen. Ja? Und wenn ich jetzt zur Direktorin gehe und sage, ich habe eine gute Projektidee, dann muss ich es aufbereiten können, bis zu einem gewissen Punkt, damit das Projekt auch wirklich Chancen hat, angenommen zu werden und umgesetzt zu werden. Genau, danke. So, Birgit. Ja, vielen Dank zunächst einmal, Andrea und Susanne, für diese spannenden Einblicke. Ich möchte jetzt vor der Pause noch kurz einen Überblick geben, was das Institut für Kulturkonzepte da anknüpfend an das, was wir alles gehört haben, Ihnen auch bieten kann. Dann gibt es 5 Minuten Pause und dann werden Andrea und Susanne noch weiter da sein, über die Lehrgänge sprechen und am Schluss natürlich auch für Fragen zur Verfügung stehen. Gut, inzwischen ist mir aufgefallen, dass ich mich gar nicht vorgestellt habe. Mein Name ist Birgit Feike-Kneißl. Ich bin die Büroleiterin im Institut für Kulturkonzepte und in dieser Position, eine klare Managementposition, wenn man so sagen will, für die Programmplanung zuständig, für den Überblick über die organisatorischen Dinge, Finanzen auch und Personal, inklusive diverse Bereiche der Werbung, des Marketing, der Social Media. Also ihr seht, Sie sehen, wir sind eine kleine Institution. Mit einer Position ist es nicht getan. Jede von uns hat vielfältige Aufgaben, was es auch sehr spannend macht. Ja, Sie sehen hier Institut für Kulturkonzepte. Sie haben vielleicht auch schon unser Logo gesehen, das wir etwas adaptiert haben. Wir werden heuer 30 Jahre, das heißt, seit 30 Jahren unterstützen wir Menschen im Kunst- und Kulturbereich mit unserem Wissen, mit unseren Erfahrungen, mit unseren Kontakten. Ja, wir bieten praxisnahe und kompakte Seminare und Lehrgänge an zu all diesen Themen, die wir jetzt besprochen haben. Also all das, was wir jetzt gehört haben, ist immer wieder in der einen oder anderen Form Teil unserer Seminare und Lehrgänge, natürlich dort auch vertiefend. Wir haben erfahrene Dozenten und Dozentinnen aus der Praxis. Also Sie haben jetzt zwei unserer Vortragenden auch schon kennengelernt. Und so wie Andrea und Susanne kommen unsere Vortragenden, unsere Dozenten, Dozentinnen aus der Praxis und haben auch aber alle viele Jahre schon Erfahrung in der Vermittlung von Inhalten. Viele haben eine Trainerausbildung und können das eben sehr, sehr gut rüberbringen, was sie in der Praxis erfahren.
nicht nur erfahren haben, sondern wirklich laufend erfahren. Also die sind aktuell im Kulturbereich tätig. Wir haben zahlreiche Absolventinnen in Kulturorganisationen in ganz Österreich. Also ich glaube, wir können mit gutem Gewissen behaupten, in, sage ich mal, fast jeder Institution sitzt jemand, der bei uns einmal ein Seminar, eine Weiterbildung, einen Lehrgang gemacht hat. Das Gute bei unseren Lehrgängen und etwas, was uns auch stark von anderen unterscheidet, ist, dass bei uns der Einstieg grundsätzlich jederzeit möglich ist. Also wenn Sie jetzt sagen, oh, Kulturvermittlung, das ist so super, ich muss da sofort anfangen. Also wenn Sie ganz schnell sind, wir haben jetzt am Wochenende noch ein Seminar, Freitag, Samstag, Grundlagen der Kulturvermittlung mit Andrea Schutte und Renate Eichinger. Dann können wir Sie da vielleicht noch hineinquetschen. Aber ansonsten auch kein Stress, ja. Also man kann jetzt einmal anfangen, zum Beispiel mit verschiedenen Kulturmanagement-Themen und dann im Herbst weitermachen mit den Kulturvermittlungsthemen. Aber dazu kommen wir dann noch. Gut ist, man kann bei all unseren Lehrgängen individuelle Schwerpunkte setzen, weil wir ein sehr offenes Modulsystem haben, auf das wir dann später auch noch weiter eingehen werden. Wir haben persönliche Betreuung, können Sie bei uns erwarten. Es gibt quasi einen Praxischeck Ihres Projekts, Ihres Konzepts. Auch auf die Lehrgangsprojekte und Konzepte gehen wir dann gleich nach der Pause als erstes ein, weil es immer sehr spannend, weil es wirklich so im Mittelpunkt eines Lehrgangs, einer Ausbildung steht. Und was auch noch sehr gut ist und was wir quasi dem ganzen Corona-Murks zu verdanken haben, ist, dass es seit 2020 bei uns Online-Seminare gibt und wir jetzt, seit es eben auch wieder verstärkt Präsenzveranstaltungen gibt, Seminare online abhalten, aber es auch immer Präsenzseminare gibt. Das heißt, es gibt Online-Seminare, es gibt Präsenztermine, man kann ein bisschen schauen und sich manche Sachen auch ganz gut einteilen. Mache ich es lieber so, mache ich es lieber so, passt es mir da besser in meinen Terminplan hinein oder anders. Und am Schluss eines Lehrgangs bekommen Sie das Kulturkonzepte-Zertifikat. Wie gesagt, 30 Jahre Erfahrung in diesem Bereich und damit haben wir ein unglaublich gutes Standing im gesamten österreichischen Kunst- und Kulturbereich. Und Sie können sicher sein, dass Sie, wenn Sie sich wo bewerben, dass die Person, wo Sie Ihr Bewerbungsgespräch haben, sicherlich von uns schon gehört hat und den Wert dieses Zertifikats auch gut schätzen kann. Ah, okay. Wir haben verschiedene Lehrgänge und Seminare im Programm, das wurde heute schon mehrmals erwähnt, den Lehrgang Kulturmanagement und den Lehrgang Kulturvermittlung. Im Rahmen dieser Lehrgänge machen Sie 7 Seminare in 12 Monaten und entwickeln Ihr Lehrgangs- und beziehungsweise Vermittlungsprojekt weiter. Wir haben ein Basiszertifikat für Studierende, wo Sie 3 Seminare in 6 Monaten absolvieren und einen guten Einblick in den Kulturbereich Know-how und Sicherheit für den Jobstart bekommen. Wir haben im Moment 19 verschiedene Seminarthemen und alle Seminare sind auch einzeln buchbar. Außerdem gibt es bei uns Beratungen, Coachings, Inhouse-Trainings, maßgeschneiderte Weiterbildungen, zum Beispiel auch seit vielen Jahren schon an der Kunst-Uni Graz, wo einen Lehrgang für die dortigen Studierenden und Absolventinnen durchführen. Was ist das Besondere unserer Lehrgänge? Der Lehrgang passt sich an Ihre Bedürfnisse an. Sie stellen modular Ihr Programm zusammen. Und die meisten Seminare sind Freitag, Samstag, Online-Seminare, manchmal auch Donnerstag, Freitag, Samstag. Ist also so gut berufsbegleitend auch zu machen. Wie gesagt, freie Zeiteinteilung weitgehend. Sie entscheiden, wann der Lehrgang beginnt, welche Seminare Sie besuchen wollen, Präsenz oder online. Warum bieten wir dieses sehr flexible Programm an, weil ehrlich gesagt, für uns ist das eine unglaubliche Arbeit. Also, darum machen es auch, glaube ich, nicht viele Mitbewerber. Aber uns ist wirklich wichtig, diese Vereinbarkeit von der Weiterbildung mit einem Beruf, mit Familie, mit einem Studium, damit sozusagen Sie genau das lernen können, was Sie brauchen. Ja. Wir können mit gut Fug und Recht behaupten, seit 1994, wir sind inzwischen zur ersten Adresse für Kulturmanagement und Kulturvermittlung in Österreich herangewachsen. Wer sind wir, das Institut für Kulturkonzepte? Heute sind einige von unseren Mitgliedern da, unter anderem Indra Palmer. Indra Palmer ist unsere Büroassistentin, kümmert sich gerade um den ganzen technischen Belange dieses Vortrags.
Unterstützt uns in vielfältigen Bereichen, unter anderem in der Jobbörse und auch mit Social Media und Veranstaltungsorganisation. Weiters ist heute bei uns Mariella Austerer-Kuller, meine Co-Büroleiterin. Wir teilen uns diesen Job auch ganz modern, wie man das heutzutage macht, um eben auch bei uns Familie und Kinderbetreuung und Arbeit gut zu vereinbaren zu können. Mariella wird dann später noch für organisatorische Fragen zum Lehrgang und zu den Seminaren zur Verfügung stellen. Mich habe ich schon vorgestellt. Dann gibt es noch Sonja Staudinger, unsere Lehrgangsmanagerin, die heute schon mit Abschlusspräsentationsvorbereitung beschäftigt ist. Morgen gibt es wieder Abschlusspräsentationen im Lehrgang. Und Karin Wolf, unsere Direktorin, die schon wieder die nächsten Seminare vorbereitet und mit Auftraggebern kommuniziert, also die heute auch nicht dabei ist. Unsere beiden Lehrgangsleiterinnen habe ich heute schon vorgestellt. Und wenn Sie schauen wollen, wer bei uns sonst noch unterrichtet, unsere Dozenten und Dozentinnen finden Sie auf unserer Website unter diesem Link und können da schon mal reinschauen, wer da alle auf Sie zukommt, wenn Sie bei uns eine Weiterbildung machen möchten. Gut, wir sind nicht ganz in der Zeit, aber dafür haben wir schon ganz, ganz viel erzählt. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine kurze Pause von etwa 5 Minuten. Ich schaue mal auf die Uhr. Also es ist jetzt, auf meiner Uhr ist es jetzt kurz vor halb, oder ich schaue mal vielleicht, auf die, sehe ich das hier? Nein. Auf meiner Uhr ist es jetzt kurz vor halb fünf. Würde ich sagen, um 5 nach halb starten wir wieder. Also das wären dann 7 Minuten Pause, eine kurze WC-Pause, was trinken. Und dann geht es weiter mit einem umfangreichen Einblick zu unserem Programm, zu unseren Seminaren, zu den Lehrgangsprojekten. Auch ganz spannend, da bin ich auch schon neugierig, was Andrea und Susanne uns da alles zu berichten haben. Und dann natürlich auch viel Zeit für Ihre Fragen und Ihre speziellen Wünsche an uns. Gut, dann bis später. Herzlich willkommen zurück an alle. Gut, dann machen wir weiter. Und ich würde vorschlagen, wir starten mit vielen Infos zum Lehrgangsprojekt. Hier sind jetzt Projekte eher aufgeführt aus dem Bereich des Kulturmanagements. Aber Andrea, magst du vielleicht beginnen zu erklären, was so ein Kulturvermittlungsprojekt sein könnte und was das den Teilnehmerinnen bringt, so ein Lehrgangsprojekt in den Lehrgang einzubringen? Moment, das ist kein Ton. Dankeschön. Genau, also für uns ist ganz wichtig, dass Sie ein Projekt entweder, also eigentlich im Idealfall schon mitbringen, dass Sie dann zu bis zur Durchführung schaffen, in dieser Lehrgangsdauer zu entwickeln. Warum ist uns das wichtig? Weil das eine ist, dass wir, die Birgit hat schon gesagt, natürlich gibt es auch viel Theorie, die wir Ihnen vermitteln und Input und Information. Aber es ist uns sehr wichtig, das auch immer auf Praxistauglichkeit zu überprüfen. Wir sind alle Dozentinnen, die aus der Praxis kommen, mitten im Berufsleben stehen. Und das eine ist, ich kenne das auch aus eigenen Fortbildungen, man hört was und denkt sich dann im Moment, ja, das ist ganz gescheit und toll und das muss ich mir unbedingt merken. Und wenn man es aber nicht anwendet, dann ist es eigentlich ein bisschen verpufft das dann oder endet in so Ordnern im Regal. Und deswegen ist uns sehr wichtig, dass wir wirklich diese Praxis und Theorie zusammenbringen. Das zeichnet einfach unsere Lehrgänge aus, ganz stark. Und das heißt, Sie bringen einmal mit ein Grundkonzept. Das heißt, Sie haben, kommen schon vielleicht entsandt aus einer Kulturinstitution als Mitarbeiterin mit einem klaren Auftrag, um ein Projekt mit Hilfe des Lehrgangs noch in eine schnellere und bessere Durchführung zu bringen. Oder es ist ein fiktives Projekt, muss ich sagen. Mein Vorhaben ist, ich könnte mir vorstellen, im Kulturbereich zum Beispiel ein museumspädagogisches Projekt mit einer Sonderschule zu machen zum Thema, ich weiß nicht was, und wollen das jetzt einfach in allen Projektphasen durchdenken. Weil, wie ich eingangs schon gesagt habe, die Idee ist selten das Problem. Und die meisten Menschen, die in die Kulturvermittlung kommen, sind Menschen, die vor Ideen sprühen. Die kreative Ader ist das, was uns oft als Motor antreibt und deswegen sind die Ideen schnell da. Aber dann diese professionellen Schritte zu durchlaufen, wie schaffe ich von einer Idee
ein Konzept bis hin zu einem Projektplan, so dass ich es jederzeit wirklich dann umsetzen kann nach Lehrgangsende. Das ist unser Ziel, sie dorthin zu bringen. Das heißt, sie kommen mit einer Ideenkonzeptskizze, mit der bewerben sie sich. Und dann gibt es von uns sowieso auch ein Feedback drauf, wenn sie sagen, ah, da ist noch ein bisschen zu wenig oder machen sie den Aspekt stärker, damit sie optimal in den Lehrgang starten können. Das, was der Lehrgang ihnen hilft, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen ketzerisch, weil ich so ein bisschen gegen uns Dozentinnen spreche, aber ich finde ja, aus meiner Erfahrung ist mindestens die Hälfte an Mehrwert einer Fortbildung sind die Menschen, auf die ich dort treffe, nicht nur der Inhalt, der von den Dozentinnen kommt, sondern das Umfeld, weil ich komme in Kontakt mit anderen Gleichgesinnten, die aber ganz woanders stehen, womöglich in ihrer beruflichen Laufbahn, in ihrer Expertise, was komplett anders einbringen. Und natürlich sind aber auch das, und ein Netzwerk natürlich auch im Hintergrund haben. Das heißt, ich erweitere kontinuierlich durch das Besuchen von Seminaren, von verschiedenen Infoveranstaltungen mein Netzwerk und benutze das natürlich auch der Kolleginnen, aber auch der Dozentinnen. Und für uns auch ganz wichtig, dass wir wirklich mit etwas ganz Konkretem rausgehen und nicht nur einen Abschluss machen, wo wir ihr Wissen abprüfen und sagen, haben Sie gut aufgepasst im Seminar 3, da wurde irgendwie in Minute 50 das und das gesagt oder in Ihrem Skript auf Seite 4 wollen wir das jetzt wissen, sondern das Ergebnis ist ja das, dass Sie es geschafft haben, Ihre Idee zu konkretisieren und sie einfach nochmal in Feinschliff zu unterziehen und so weit auszuformulieren, dass sie sagen, so, und jetzt können wir es umsetzen. Und das, was wir von Ihnen dazu verlangen, ist zum einen, wie ich eingangs gesagt habe, Sie bewerben sich mit einer Konzeptidee, dann entwickeln Sie sie im Lehrgang auch unter natürlich individuellen Coaching-Situationen weiter, Gruppen-Coaching-Situationen gibt es bis hin dann zu dem Abschluss, wo Sie das Ganze in eine schriftliche Projektmappe und eine mündliche Präsentation gießen und somit dann auch wirklich mit etwas Handfestem hinausgehen. Susanne, habe ich was vergessen? Wenn ich jetzt das noch ein bisschen ergänzen darf, das Ergebnis sieht dann wirklich so aus, dass das Konzept in der Form ausformuliert ist, dass es auch durchgeplant ist und auch die Finanzierung durchgerechnet ist. Das heißt, Sie sollen dann auch in der Lage sein, dass Sie nicht nur sagen, das kostet, sondern auch, so wird es finanziert, also so wird es gezahlt. Ja? Also was brauche ich, was kostet das und wer zahlt das? Ja? Also das Ergebnis ist wirklich unser, also wir sind ganz glücklich, wenn Sie am Schluss mit einem Kulturvermittlungs- oder einem Kulturmanagementprojekt den Lehrgang abschließen, mit dem Sie im Idealfall wirklich dann auch gleich weiterarbeiten können. Entweder so wie die Projektmappe ist, die Sie abgeben, in einer leicht adaptierten Form oder eben in unterschiedlichen Varianten, je nachdem, welche Zielgruppen Sie dann mit Ihrem Projekt adressieren wollen, die dieses Projekt unterstützen. Okay, danke sehr. Andrea, fällt dir vielleicht so ein, zwei Projekte ein, die du erlebt hast in den letzten 15, 20 Jahren im Bereich Kulturvermittlung, die dir im Kopf geblieben sind, damit sich unsere Teilnehmerinnen auch nochmal vorstellen können, was ist so ein Vermittlungsprojekt, das im Rahmen so eines Lehrgangs entwickelt werden kann? Naja, also es ist insofern ein bisschen schwierig, weil die Bandbreite wirklich extrem ist. Also von sehr konkreten Projekten, die schon wirklich auch auf einem Fundament standen, wie sie begonnen worden sind, bis, also fällt mir jetzt zum Beispiel ein, ich hatte das, es gibt in Strobel, die Deutschvilla und da war eigentlich so ein Schnittstellenprojekt. Vermittlung, Veranstaltung, wie geht das zusammen und wie kann man denn die Kulturvermittlung ganz stärker machen? Sehr, also private Liebhaberei eigentlich, das ist das gewesen. Und da die Kulturvermittlung auch noch stärker zu machen. Und das war dann eigentlich ein sehr konkretes Projekt, das ich dann auch, als ich vor Ort war, gesehen habe. Und es finde ich dann immer besonders beglückend, wenn man dann dabei ist und sieht, aha, sozusagen. Das war die Idee am Papier und so schaut es dann in der Durchführung aus. Also da war schon natürlich die Institution da, das war schon sehr, stand schon auf gewissen Füßen. Ein anderes Projekt, das ich total spannend fand, weil es so realitätsnah, obwohl
zunächst mal einfach als fiktive Idee, aber so realitätsnah war auch sich zu überlegen, dass die verschiedenen Bezirksmuseen in Wien unterschiedliche Vermittlungsaspekte brauchen. Ein total zeitgemäßes Thema, wo jetzt auch immer mehr auch dieses individuelle Profil der Bezirksmuseen aufpoppt. Und da wäre jetzt wirklich auch so diese Anknüpfungsstelle, wo man sagt, man kommt vielleicht mit einer Projektidee, die man entwickelt hat, noch ohne Auftrag, aber man kann da irgendwo andocken. Also das wäre jetzt so im Spektrum zwei verschiedene, die sich eher an Vermittlungsarbeit, das eine regionaler, das andere städtischer aber unter unterschiedlichen Voraussetzungen entwickelt haben. Aber es waren so viele, dass Susanne, gell, wir sind immer ganz platt, was da daherkommt an tollen Projekten. Hast du noch? Genau. Ich meine, was ist Susanne. noch so eine Schnittstelle? Vielleicht weiß die Susanne auch noch ein schönes, weil wir oft so Schnittstellenprojekte, wo man sagt, da steckt eigentlich ein bisschen Kulturvermittlungs drin, aber auch schon sehr viel Management-Know-how, weil, das möchte ich nur noch mal unterstreichen. Wirklich, es ist nicht nur das Konzept, es ist wirklich die gesamte Projektplanung, die uns beschäftigt, auch in dem Lehr- und Kulturvermittlung. Was braucht es alles von dem Zeitplan bis zum Finanzplan, die Finanzierung, dass das alles da ist, dass das auch wirklich Hand und Fuß hat? Weißt du noch was, Susanne, wo wir so an der Schnittstelle gearbeitet haben, vielleicht auch, wo man beides vielleicht jetzt so als Beispiel nennen könnte? Gut. Ja, da gab es schon zahlreiche Projekte an der Schnittstelle, die quasi, aber da fällt mir jetzt gar kein Konkretes ein, was ich jetzt mit Schnittstelle bezeichnen würde, sondern ganz einfach, was wir immer wieder haben und was auch sehr interessant ist, sie sind Teilnehmerinnen, die beide Lehrgänge besuchen. Das heißt, sie arbeiten im Kulturvermittlungslehrgang das Kulturvermittlungsprojekt aus und im Kulturmanagement-Lehrgang die gesamten Rahmenbedingungen. Und das ist oft sehr spannend, weil dann wirklich quasi im Bereich der Kulturvermittlung auch wirklich in die Tiefe gegangen wird, wirklich auch in diesem Gesamtrahmenkontext, was macht denn überhaupt ein Kulturprojekt insgesamt aus? Ja, also das ist dann auch immer recht spannend. Also da fällt mir jetzt ein, zum Beispiel ein digitales Kulturvermittlungsprojekt in einem sehr, sehr großen, sehr namhaften Museum, das ich jetzt nicht nennen will, weil ich nicht weiß, wie der Projektstand ist. Aktuelle. Aber es gab eben auch Projekte sehr stark im Bereich Schnittstelle, oh ja doch, also Kulturvermittlung, Tanz, Performance. Da haben wir einige Projekte gehabt. Dann auch Zwischennutzungsprojekte, auch Revitalisierung von Leerständen in Tourismusgebieten. Zum Beispiel in Kärnten haben wir da ein ganz großes Hotelprojekt gehabt aus den 80er Jahren. Das war auch sehr spannend. Wir haben gehabt ein Konzept für ein Textilmuseum in Südtirol, glaube ich, wo ausgearbeitet wurde, ein Katalog, mit dem dann quasi die Konzeption dieses neuen Museums erarbeitet wird. Also das war ganz spannend. Kulturvermittlung quasi für die Projektträger und die Multiplikatoren sozusagen, die das dann ermöglichen und finanzieren. Also was auch sehr spannend. In letzter Zeit haben wir auch viele Filmfestivals gehabt, also mit Schwerpunktthemen, auch sehr, 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 sehr spannend. Da geht es natürlicherweise auch ganz stark um Vermittlungsarbeit, weil ich also gerade in diesem Bereich, wenn ich mit Schwerpunktthemen arbeite, vielleicht mit sozialen Themen, wo ich dann vielleicht auch ein Anliegen habe, das ich dann gleich unmittelbar transportieren will. Und auch jetzt ganz aktuell im Moment auch ein Outreach-Projekt im ländlichen Raum. Ja, also auch sehr spannend, das aber nur als Outreach, also quasi geplant. Ist es ein mobiles Projekt für Kinder. Ja, also es gibt sehr unterschiedliche Projekte, die bei uns landen, sowohl im Bereich Kulturmanagement als auch Kulturvermittlung. Die Ideen gehen nicht aus, sage ich. Und wenn wir das eine oder andere Baby begleiten können, dass es dann auch laufen lernt, sind wir natürlicherweise ganz happy. Super, danke sehr. Ja, und für alle, die sich für unsere Projekte und für unsere Absolventen und Absolventinnen interessieren, gebe ich den guten Tipp. Auf unserer Website gibt es einen Blog und auf dem Blog gibt es einige Porträts von unseren Le Absolventen, Absolventinnen der letzten Jahre. Da kann man gerne mal reinschauen und schauen, was tun die so, was ist aus denen geworden, was haben die für Projekte auch in den Lehrgang mit eingebracht.
Gut, das ist wieder was zum Weiterklicken. Gut, unsere Lehrgänge Kulturmanagement, Kulturvermittlung haben wir jetzt ohnehin schon ein bisschen vorgestellt. Mag das eine von euch im Detail erzählen oder soll ich das machen? Das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Also Mach ich kann das gerne einen Teil übernehmen und ihr mal. ergänzt es dann jeweils. Also es geht eben darum, dass sie in 7 Seminaren dieses Handwerkzeug bekommen. Und in diesen 7 Seminaren entwickeln sie, also in dieser Laufzeit dieser 7 Seminare im Idealzeitrahmen von 12 Monaten. Ja, das ist ein Idealzeitrahmen, den wir erfahrungsgemäß, wo wir wissen, dass sie einerseits genügend Zeit haben, um an ihrem Projekt zu arbeiten und andererseits aber auch nahe genug an den Themen dran sind, die sie laufend vermittelt bekommen, um auch im Thema drinnen sein zu können. Ja, das ist auch ein realistischer Zeitraum, dass man recherchiert, dass man Kontakte knüpft, dass man das wirklich auch Schritt für Schritt ausarbeitet. Das heißt, in diesem Zeitraum dieser 7 Seminare in den 12 Monaten entwickeln sie ihr Lehrgangsprojekt. Sie können auch, je nachdem, welche Seminare Sie dann dazu buchen, auch ein Präsentationsseminar machen, wo Sie auch im Lehrgang schon die Präsentation üben. Also was muss ich machen, damit ich ein Projekt ganz einfach in einer Präsentation auch erfolgreich rübervermittle. Aber die Abschlusspräsentation ist eben auch ein Bestandteil Ihres Zertifikatsabschlusses. Also auch zum Abschluss des Lehrgangs gibt es eine Präsentation, die Sie leiten dürfen. Sie erwerben eben Wissen für die Praxis von den Dozentinnen aus der Praxis, also eben die Andrea Schutte als Lehrgangsleiterin, ich als Lehrgangsleiterin und eben unsere zahlreichen Dozentinnen mit unterschiedlichsten Backgrounds, Theater, selbstständige Kunstschaffende, Literatur, also wirklich ganz, ganz breit gestreutes Spektrum. Ja, Birgit Feigl hat schon kurz erwähnt, sie vernetzen sich mit ihren Kolleginnen aus allen Sparten. Also was uns immer ganz besonders freut, ist, wenn wir im Lehrgang Teilnehmerinnen haben, die sich untereinander unterstützen und dann manchmal tatsächlich auch gemeinsam Projekte realisieren. Das heißt, sie arbeiten dann unterschiedliche Schwerpunkte der Projekte aus und arbeiten dann in der Umsetzung eines Projektes sogar zusammen. Ja, Programm zum Beispiel oder bei der Präsentation. Ja, die 15 Teilnehmerinnen pro Seminar, das ist so ein Durchschnittswert. Ungefähr 30 Absolventinnen im Jahr haben sie. Das heißt, sie treffen nicht nur die Leute, die sie in einem Seminar haben, immer wieder, sondern sie sind im stetigen Austausch mit unterschiedlichsten Teilnehmerinnen, sowohl aus dem Kulturmanagement als auch im Kulturvermittlungsseminar. Die Zusammensetzung des Kulturvermittlungsseminars überlasse ich dann gern wieder der Birgit und der Andrea. Aber wie gesagt, 30 Absolventinnen gibt es, die gleichzeitig am Institut einen Lehrgang besuchen und dadurch, dass die Seminarauswahl unterschiedlich erfolgt, also nicht linear, lernen sie auch unterschiedliche Menschen kennen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Großteil dieser 30 Absolventinnen jährlich kennenlernen in einem Jahr, ist sehr hoch. Ja, und ihr Zertifikat wird im österreichischen Kultursektor geschätzt, also wir alle dürfen eben schon seit vielen, vielen Jahrzehnten unsere Lehrgangsteilnehmerinnen und Absolventinnen begleiten und sind auch nach wie vor in Kontakt mit ihnen. Und sehr oft ist es so, wenn man zum Beispiel ein Fall, ein Teilnehmer von uns arbeitet in einer Kleinstadt in Österreich, hat dann quasi Projekte entwickelt für einen lokalen Standort dort. Und in dieser Projektentwicklung hat er auch mit der Kulturverantwortlichen zu tun in dieser Kleinstadt. Und diese Kulturverantwortliche ist genauso wie er eine Absolventin des Instituts fürs Kulturkonzepte. Das heißt also, seine Fördergeberin hat quasi die gleiche Tools an die Hand gekriegt oder ähnliche Tools an die Hand gekriegt wie er. Und das heißt, sie wissen beide sehr gut, wovon sie sprechen. Und das ist natürlicherweise ideal. Und das passiert sehr oft. Also das kommt sehr oft vor, dass ganz einfach
sich unterschiedliche Absolventinnen in unterschiedlichen Rahmen, Kontexten treffen und dann wieder zusammenarbeiten in der freien Wildbahn des Kulturmanagements und der Kulturvermittlung. Ja, also das heißt, das Zertifikat wird durchaus im österreichischen Kultursektor geschätzt, weil es eben schon sehr eingeführt ist. Also seit 30 Jahren gibt es das und man weiß ganz einfach, welche Qualität man hier bekommt. Danke, Susanne. Magst du noch was ergänzen, Andrea? Das hast du wunderbar gesagt, Susanne. Ich habe dem gar nichts mehr hinzuzufügen. Außer, dass ich die Beobachtung auch teile. Also das ist schon unglaublich, nach 30 Jahren Institut, jetzt gibt es den Lehrgang nicht 30 Jahre, aber den Kulturvermittlungslehrgang gibt es auch schon relativ lang, wem man aller überall begegnet, wieder im Kulturbereich. Das ist schon sehr lustig, dass es eigentlich überall Absolventinnen von uns gibt und das freut mich immer total. Das stimmt. Gut. So, dann ist natürlich die Frage, die Sie wahrscheinlich auch, hoffentlich auch interessiert. Wenn ich mich jetzt für so einen Lehrgang interessiere, was muss ich tun? Wie gesagt, wir haben schon gesagt, Sie machen 7 Seminare in circa 12 Monaten und Sie brauchen eine Idee für Ihr Lehrgangsprojekt. Das heißt, Sie suchen mal auf der Website Ihres 7 Lieblingsseminare aus, wo Sie denken, dass das etwas für Sie ist. Sie überlegen sich auch eine Projektidee. Das muss jetzt noch nicht komplett ausformuliert sein, aber Sie brauchen eine Idee zumindest mal für ein Projekt. Schauen Sie sich dazu auch die Absolventinnenporträts an, um da auch einen Einblick zu bekommen und Inspirationen. Wenn Sie das gemacht haben, dann vereinbaren Sie einfach mal ein unverbindliches Informationsgespräch mit uns. Ja? Und checken sozusagen ab, ob das alles passt und so weiter, füllen dann im Anschluss die Bewerbungsunterlagen aus und bewerben sich bei uns. Ja? Mariella ist auch da. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Frage an Mariella, weil an die werden Sie geraten, wenn Sie sich für einen Lehrgang bewerben. Nein, du hast alles erwähnt. Genau, so ist der Ablauf. Sehr gut. Und auch nochmal zur Erinnerung, wenn Sie sagen, okay, erstens, ich bin mir jetzt noch nicht sicher oder ich habe jetzt gerade keine Zeit, aber das ist gerade alles so spannend, ich möchte mir jetzt einen Input holen. Alle unsere Seminare sind auch einzeln buchbar. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen und Monaten bei uns ein Seminar machen und dann im Herbst entscheiden, ich möchte in den Lehrgang einsteigen, ist das auch kein Problem. Natürlich wird Ihnen dieses Seminar angerechnet und Sie haben dann schon einen Vorsprung und schon mal viele wichtige Infos gesammelt. Gut, dann geht es noch darum, was kostet das Ganze? Unsere Lehrgänge Kulturmanagement bzw. Kulturvermittlung kosten 3.590 Euro. Es gibt eine Ermäßigung für Studierende bis 27 Jahre. Wenn Sie Studierende sind bis 27 und sagen, so ein ganzer Lehrgang ist mir jetzt eigentlich ein bisschen zu viel, haben wir schon erwähnt, das Basiszertifikat. Das Basiszertifikat, da machen Sie nicht 7 Seminare in 12 Monaten, sondern 3 Seminare in 6 Monaten, bekommen dann auch wieder ein Zertifikat. Sie müssen kein Projekt einreichen, sondern machen einfach diese 3 Seminare und haben damit auch schon mal einen guten Start in die nächste Praktikumssuche oder in den Start für den ersten Job im Kulturbereich. Seminare sind auch einzeln buchbar, haben wir jetzt schon mehrmals erwähnt. Der aktuelle Preis sind 470 Euro bzw. 420 Euro ermäßigt für Studierende. Einstieg ist jederzeit möglich, aber Sie sehen es teilweise auf unserer Website, es gibt auch Seminare, die ausgebucht sind. Also beziehungsweise dann gibt es eine Warteliste. Das heißt, wer zuerst kommt, kriegt natürlich auch den ersten Platz. Der Lehrgang kann quasi nie ausgebucht sein, ja, weil man ja jederzeit einsteigen kann. Man muss höchstens vielleicht den Lehrgangsstart verschieben oder macht zuerst das eine Seminar und dann das andere. Das ist kein Problem. Aber ein Seminar ist natürlich auch mal voll. Wie gesagt, wir haben ungefähr 15 Teilnehmerinnen pro Seminar, damit man auch noch gut miteinander arbeiten kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wirklich relativ kleine und überschaubare Gruppen. Manchmal sind es auch weniger. Aber so, damit kann man schon in etwa rechnen. Jetzt natürlich die Frage, ich meine, so ein Lehrgang kostet natürlich, das ist uns klar. Wir wollen natürlich auch Qualität liefern, aber wir verstehen natürlich auch, wenn Sie sagen, gut, das ist jetzt schon relativ viel Geld.
Erfreulicherweise gibt es Weiterbildungsförderungen. Ja. Da ist vor allem Wien sehr gut aufgestellt mit dem WAF, dem Wiener ArbeitnehmerInnenförderungsfonds. Da gibt es einerseits, also wir haben Ihnen hier auch die Website verlinkt, da gibt es sehr umfangreiche Informationen. Man muss nur mal finden, suchen und finden. Deswegen haben wir hier auch zusammengefasst, wonach Sie suchen sollten. Es gibt einerseits dieses WAF-Bildungskonto, das sehr gut für den Lehrgang geeignet ist. Da bekommen Sie bis zu 50% der Kurskosten rückerstattet. Da müssten Sie einmal genau schauen, was für Sie in Frage kommt. Dann gibt es auch noch spezielle Programme, die besonders für Frauen interessant sind. Also es gibt nach Karenzzeiten, wobei das ist natürlich für Männer auch offen, Karenz- und Wiedereinstieg, ein Programm und Frech, das nennt sich Frauen ergreifen Chancen, ist quasi diese Abkürzung. Und da werden 90 bis 100% der Kurskosten finanziert. Also das ist schon eine sehr interessante Sache. Bei einzelnen Seminaren gibt es die Möglichkeit, dieses allgemeine WAF-Bildungskonto zu nutzen, wo ebenfalls 50% der Kurskosten refundiert werden, maximal 300 Euro. Also das geht sich mit unseren Seminarpreisen wunderbar aus. Wenn Sie nicht aus Wien kommen, gibt es in den einzelnen Bundesländern auch verschiedene Förderungsmöglichkeiten, die wir für Sie zusammengestellt haben. Finden Sie ebenfalls auf unserer Website. Und da sind einfach die Förderrichtlinien von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Da bitte mal draufschauen, ob Sie da hineinfallen. Immer wieder kommt mal auch die Frage, gibt es Förderungen für Selbstständige, also für nicht angestellte Menschen? Da ist es leider etwas schwierig. Da dürfen Sie quasi aber jegliche Weiterbildung natürlich von der Steuer absetzen und das als Betriebsausgaben, wie sagt man, Geltend machen. deklarieren. Ja. Geltend machen. Danke. Gut. Ja, bevor wir jetzt zu den nächsten Veranstaltungen kommen, lade ich Sie schon mal ein, sich erste Fragen zu überlegen. Das ist nämlich dann der nächste Punkt. Und ich würde vorschlagen, dass wir zuerst einmal alle Fragen sammeln, die an Andrea Schutti gerichtet sind. Also alles, was zum Thema Kulturvermittlung passt, würde ich sagen, machen wir zuerst mal mit Andrea, weil Andrea muss ein bisschen früher gehen. Ich glaube zwar, dass es trotzdem ausgehen wird bis zum Schluss, aber fangen wir mal damit an. Spezielle Fragen zum Thema Kulturmanagement an Susanne und alles, was mit dem Thema wie bewerbe ich mich und organisatorische Abfragen und organisatorische Fragen an Mariella. Also ich mache jetzt hier noch den Abschluss und dann steigen wir auch aus. Aber Sie können schon mal, wenn Sie wollen, schon mal erste Fragen in den Chat stellen. Gut, hier jetzt nämlich Ausblick auf unsere nächsten Veranstaltungen. Also ich habe es eh schon erwähnt, für alle Kurzentschlossenen, die jetzt ganz begeistert sind vom Thema Kulturvermittlung. Wir haben noch ein paar Plätze in unserem Seminar Grundlagen der Kulturvermittlung. Freitag 14 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 18 Uhr. Wenn Sie sich dafür interessieren, rasch bitte ein E-Mail an office@kulturkonzepte.at schicken, beziehungsweise sich über die Website anmelden. Dann werden wir schauen, dass wir das morgen parallel zu den Abschlusspräsentationen noch hinkriegen. Unsere Lehrgangsmanagerin kriegt die Krise wahrscheinlich, aber wir schaffen das. Wir sind ja ein Team, wir helfen zusammen. Und da gibt es eben noch die Möglichkeit, jetzt mal auch ohne Voraussetzung und ohne Projekt einfach mal teilzunehmen und sich einen Input zu holen. Wir haben einige Lehrgangsteilnehmerinnen, die auch mit diesem Seminar jetzt starten. Also Sie werden da sicherlich gleich mal einen guten Einblick in das ganze Feld bekommen. Dieses Seminar findet Präsenz statt. Nächste Woche haben wir auch noch ein paar Restplätze im Seminar Betriebswirtschaft für Kultur. Also wirklich ein Seminar, das ich jedem ans Herz legen kann. Ausnahmsweise gibt es so kurzfristig mal Restplätze. Normalerweise ist das immer restlos ausgebucht. Unser Dozent Markus Enzinger vom Joanneum in Graz leitet dieses Seminar, auch ein ganz, ganz super netter, wunderbarer Trainer und Dozent, der dieses auf den ersten Blick sehr trockene und für viele Kunst- und Kulturinteressierte und affine Menschen sehr langweilig erscheinende Thema sehr kurzweilig und praxisnah bringt. Dann geht es weiter mit einem nach Ostern, dann mit einem Seminar zu digitaler Kulturvermittlung. Das wird online stattfinden mit unserer Dozentin Wenke Maderbacher, die in Dänemark ist und dort in einem Museum arbeitet und dort die Leitung der Kulturvermittlung macht. Und Wenke macht dieses Seminar online. Auch da gibt es noch ein paar wenige Restplätze. Und dann der weitere Blick auf unsere nächsten kostenlosen Infoveranstaltungen. Am 10. 4. gibt es ein Update für Führungskräfte im Kulturbereich. So erreichen Sie Ihr Verhandlungsziel für alle, die
viel verhandeln müssen. Mit Karin Wolf ist dieses Update, ist kostenlos. Und am 17.04. unsere Lunch Lecture, Do's and Don'ts im Jobinterview. Also jetzt haben wir ja viel gehört über Bewerbungen. Susanne Capella-Niederwiese erzählt da noch mehr über Jobinterviews, über Bewerbungsgespräche, worauf Sie dabei achten sollen. Auch das ist eine kostenlose Online-Veranstaltung. Ja, dann lade ich Sie noch herzlich ein. Falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie unsere Newsletter, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram, lesen Sie unseren Blog und wenn es Fragen gibt, einfach an uns wenden, anrufen oder per E-Mail ein Beratungsgespräch, ein Bewerbungsgespräch einfach mal vereinbaren. An dieser Stelle würde ich mich jetzt mal von allen Zuseherinnen auf Facebook verabschieden.